Es ist Stream, jetzt haben wir Spaß. Ganz, ganz komisch, oder? Ja, manchmal kann ich die Organisation in solchen Sachen nicht so richtig nachvollziehen. So, ich muss jetzt ganz kurz den Sound hier checken, ob das mit der Facecam synchron ist, weil da habe ich immer wieder mal Probleme mit. Kleine Crew. Der Nussbaum ist online, ne? Okay. Hat der schon das Spieler? Ich muss jetzt ganz kurz den Sound hier checken. Sieht gut aus. Gut, Leute. Wir spielen heute Sea of Thieves. Wie ihr vielleicht ja, wie soll ich sagen? Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt von selbst. kann sein, dass wir erstmal zu zweit spielen. Müssen wir mal schauen. Er sollte eigentlich das Spiel schon geladen haben. Aber wir fahren erstmal eine Runde zu zweit, glaube ich. Ja. Mit dabei ist heute der Jens. Und wahrscheinlich auch noch andere Leute. Guten Tag. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde zu zweit los, oder? Auf. Den Kampf bewerten. Oh, du bist nicht online. Warte mal. Party zum Spiel einladen, so. Ups. Nein! Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ah, kann sein, dass die Einladung da jetzt nicht funktioniert. Musst du mal gucken. Also, schick direkt. Geht nicht. Ich schick direkt nochmal eine. Ich habe nämlich B gedrückt, wenn du dann rausgehst, dann macht dir die Sitzung zu und dann machst du, wenn du dann nochmal reingehst, macht er nochmal eine neue Sitzung auf und dann rafft er irgendwie nicht. Das Geile ist auch, ich wollte eine Voyage starten und das hat nicht funktioniert. Ich bin an diesen. Eine Voyage? Ich bin an diesen Tisch gegangen und wollte dann was starten und das hat einfach nicht funktioniert. Ging einfach nicht. Muss ich das Spiel nochmal neu starten. So. Ja, Segel setzen, würde ich sagen, ne? Ach, ich hatte alleine schon Spaß. Und ich habe 2, 3 Dinger gemacht. Ich würde sagen, wir machen erstmal so eine Kill-Quest. Die ist eigentlich ganz cool. Das haben wir auch noch nie gemacht gehabt vorher. Und ich finde es einfach saugeil, wie man gar keine UI hat und das Wasser sieht mega geil aus. Man segelt da vor sich hin. Das ist einfach so cool, ey. Aber sie waren der Beta genauso. Das nervt sie mich jetzt auch schon langsam. Es geht noch. Aber es kommen jetzt auch noch ein paar andere Sachen. Also bei den Missionen sind manchmal auch noch mal ein paar andere Lieder abgespielt. Das ist ein bisschen abwechslungsreich. Ja, generell. Ich habe ja, wie gesagt, in 10 Minuten mal alleine mit die erste Insel angeguckt. Es ist wirklich sehr viel in Richtung Gold sammeln, um einfach ein geileres Aussehen zu bekommen. Das Schiff kann man anders anmalen. Ja, genau. Schon. Und ich glaube, es geht hier auch gar nicht darum, irgendwann einfach ein Panzerschiff zu haben, was einfach genial aussieht, sondern einfach nur irgendeinen Blödsinn zusammen zu machen. Und jedes Mal hier besoffen in der Kneipe aufwachen, finde ich auch sehr lustig. Ich denke mal, irgendwann wirst du halt schon so ein bisschen dir sagen, so von weitem siehst du vielleicht ein Schiff, wo schon so eine eher seltenere Lackierung halt, die ziemlich teuer ist, wo du dann halt schon so sagst, oh, da hinten die. Ich glaube, die spielen schon ein bisschen öfter Sea of Thieves, die sehen irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Aber ansonsten ja. Ist es halt wirklich, alles, was man zum Start hat, hat man auch nachher. Also man hat keine bessere Waffe oder so, man hat auch keinen Skillbaum, wodurch man besser wird oder so. Man ist von Anfang an eigentlich genauso gut wie alle anderen auch, nur dass die anderen halt einfach mehr Übung haben, ne? Das denke ich auch. Hast du jetzt auf Y eine Waffe, wenn du Y drückst? Ja. Kannst du auch an diese Kiste gehen, halt noch diese Sniper Rifle ausrüsten. Ich habe jetzt, glaube ich, die Pistole dabei. Ich glaube schon die Shotgun mal mit. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Was ist das hier für ein Blödsinn? Hast du dir den Piratenkodex durchgelesen? Nee, habe ich nicht. Paragraph 1. Die See ruft uns alle. Paragraph 2. Die See vereint uns zu einer großen Community. Okay. Paragraph 3. Konflikte werden auf hoher See beigelegt. Paragraph 4. Alle Crewmitglieder sind ebenbürtig. Nein. Paragraph 5. Der Bund zwischen der Crew ist heilig. Paragraph 6. Respektiert neue Piraten und die Reise, die vor ihnen liegt. Und Paragraph 7. Betrüger sollen eine gerechte Strafe finden. Okay. Ist hier an der Tür von der Kneipe beim Ausgang.
Ich raff gerade irgendwie nicht so richtig. Komisch. Egal. Mache ich jetzt so, oldschool, wie ich früher immer gemacht habe. Gut. Ja. Warte, ich muss jetzt an der Kiste, ändere ich mal gerade meine Waffen. Hast du auch andere Musikinstrumente bekommen vom Aussehen her? Keine Ahnung. Habe ich noch nicht gesehen. Eisen zu Metallen. Metallern hinter dir. Ah, okay. Du hast sonst so ein Holzding und ich habe jetzt so ein silbernes. Warte mal. Ja, ich hab das Holzhörner. Frage ist, ist mein Kostüm jetzt gleich geblieben? Ja. Wir müssten auch durch die Beta oder durch die Alpha müssten wir auch ein paar Sachen gekriegt haben. Ja, ich hatte alle schon angezogen. Ich habe ein Holzbein Okay. und war Schon angekommen. alles schon angezogen. Ich hab ein Holzbein. Geil. Ja, Oder ich cool. bin Pirat. Augenklappen, Holzbein. Okay. Wo war das? War das, hast du das irgendwie am Anfang an? Du hast. Nee, du hast hier in der Kosmetiktruhe einiges drin. Ja, aber das ist bei mir aber nicht. Du hast in der Kleidertruhe links daneben hast du einiges drin. Ich habe Und aber links daneben die Kiste jetzt auch noch. auch eine E-Mail gelesen, dass das eine Woche dauern kann, bis der Kram freigeschaltet ist. Das haben die schon geschrieben gehabt. Also bei mir ist das jetzt nicht drin. Ist aber auch nicht schlimm. Davon geht die Welt jetzt nicht unter. So, ich wollte eigentlich meine Waffe ändern, aber kann ich auch im Schiff auch noch machen. Und du hast hier die Ausrüstungstruhe bei mir. Genau. Ne, auch da habe ich halt nur ein Instrument. So. Wo ist jetzt die Na Bitch? gut, ich war aber auch der, der es am längsten gespielt hatte, ne? Ich hatte die Beta am längsten hier von Ich allen. habe ja auch die E-Mail gekriegt gehabt, so ist nicht. Also, ich krieg da Kram. Ich sollte ja Kram eigentlich auch kriegen. Wo ist die Bitch, wo die an die Kill-Aufträge hat? Ah, ne. Wo ist das hier der? Ne, das ist eine normale Voyage. Eine normale Voyage. Voyage. Dieses. Sind noch mal ein paar Sachen, sind noch nicht richtig in Deutsch übersetzt. Aber das ist aber noch nicht schlimm. So, da ist sie. Mal gerade mal gucken. Ich guck mal gerade, ob die noch meine Aufträge gespeichert hat. Ah, dann können wir auch das hier machen. Oder? Ich guck mal, ich gehe mal gerade ans Schiff, können wir gerade mal gucken. Und man kann nämlich abstimmen, was man machen will. Einer kann was vorschlagen, dann können die anderen abstimmen anscheinend. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Erfolge für, du weißt ja, Erfolge und. Erfolge gibt es jede Menge. So, pass mal auf, hier die. So. Wer war denn Steven eigentlich nochmal? Kein Plan. Ist doch egal. Jeder, der Bock hat, macht, kann mitmachen. Karten entdeckt, okay. Ja, wenn er jetzt direkt dazu kommt, dann können wir auch zu dritt starten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mein Chat funktioniert, weil der Chat, wenn ich nämlich den Chat abdocke, dann sagt er zu mir, dass der Chat deaktiviert ist, aber ich habe keinen Chat deaktiviert. Die Chat-Funktion ist für diesen Livestream deaktiviert. Hä? Why? Warum soll ich das tun? Live-Chat. Ne, keine Ahnung. Egal. Egal. Falls ihr mit dem Chat schreibt, keine Ahnung, ich sehe es anscheinend nicht. Oder schreibt mal mit dem Chat, ich weiß es nicht. Irgendwie kann ich den Chat gerade nicht lesen, das ist ja irgendwie mega dumm, aber ich kann gerade nicht richtig verstehen, warum das so ist. So, who the fuck is Steven? Wie heißt der auf der Xbox? Oh Mann. Erik ist auf der Startseite, ich gehe ganz stark davon aus, der wird den Download angemacht haben, den Nussbaum.
Ach, da ist Snake Island. Einfach im Norden, alles klar. Segel setzen! Ja. Los, Segel setzen. Und ich habe gemerkt, also meiner Meinung nach, muss wirklich immer jemand am Ruder sein, weil das Auto, das, also wenn du alleine fährst, das Schiff verzieht so extrem das Ruder mit der Zeit. Da musst du immer dranbleiben. Die Rauferei mit der armseligen Crew der Silent King. Okay, weißt du, wo Silent King ist? Zuletzt gesehen auf Snake Island, ganz im Norden, also einfach im Norden, die nächste Insel. Ah, ja, genau, richtig. Warte, ich kann dir ansagen, wo du hin musst. Naja, noch alles weiter. Na, jetzt bist du nach rechts. Oh, Alter, rechts von uns kommt ein Sturm. Kein Feld. Leute, wieso geht der Chat nicht? Ich hatte gerade einer angeschrieben. Kannst du den See stechen, wenn du die Seefahrt auf den Kapitänstisch... Leute, ich starte den Streamer gerade neu. Anscheinend funktioniert der Chat ja nicht. Ich bin gleich wieder da. Sekunde. Oh, was war das? Hat er einen Blitz? Oh, er hat gerade einen Blitz eingeschlagen, lol! So. Nochmal kurz ein Snake Island, ist es das? Ja. Okay. Direkt hinter dir ist der Anker. Ich kann, ja, ja. Ich kann den Anker aber auch lichten, wenn du willst. Sekunde. Nein. Nein? Okay, alles klar. So. Chat. Jetzt kann ich auch den Chat lesen. Komischerweise war mir irgendwie ein Häkchen dahin gemacht, dass der Chat blockiert wird. Don't ask me why. Hi, Dennis. Sehr schön. Ups, das wird ein bisschen... Okay. Das Schiff tritt ein bisschen bei. Warte mal, ich guck mal gerade, ob mal. Ja, wir haben ein Loch. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Krieg ich in den Griff. Ich bin doch Schreiner. Du hast eine perfekte Bremsung. Das stimmt. Wie sagt man das so schön? Wie der Schreiner. Wieso? Kann's keiner. Wieso hab ich jetzt eigentlich den Erfolg fürs NC-Stechen nicht bekommen? Das kriegst du ein bisschen. Ah. Ich hab den, glaube ich, auch mal zurückfahren erst gekriegt oder so. Kommt noch, kommt noch. So, wir sind auf Snake Island. Ich habe auch gemerkt, ich bin voll auf eine Insel drauf gefahren. Das Schiff hat sich dann noch so von selbst ein bisschen zurückgeschoben. Jetzt merkst du vielleicht auch gerade, die Musik ändert sich gerade. Und hier sind noch Tiere. Guck mal, hier ein kleines Schweinchen hier. Hallo Schweinchen. Ich würde eher sagen, die Schlange hier. Okay, hier den Kram einmal mitholen. Kann man alles gebrauchen. Ein Schweinchen. Hier ist ein Schweinchen. Ja. Ja, hier rennt jetzt irgendwo der Typ rum, beziehungsweise hier spawnen immer wieder welche und irgendwann spawnt halt dieser letzte Typ. So wie ich, das war jetzt meine Erfahrung das bisher. Das Schießpulverfach könnten wir mitnehmen. Lol, echt? Ah. Okay. Zack, zwei auf einmal gemacht. Wo ist euer Kapitän? Arr, ich will ihn töten! Vielleicht weiter hoch? Hast du das Tonstudio von Rare gesehen in dem einen Video? Ey, alter Schwede. Ist das geil. Was ist das hier? Tartan Snake 8? Kann ich das mitholen? Naja.
Ach, das war die Schlange, die ich getötet habe, wa? Ja, wahrscheinlich muss man hier den Käfig finden oder so und dann die Schlange noch mitholen oder so. Und wahrscheinlich so zwei, drei Schweine. Ich sehe jetzt zum ersten Mal Sea of Thieves auf Deutsch. Ja, ganz ehrlich, Dennis erzählt mir auch gerade zum ersten Mal auf Deutsch, weil das war vorher immer in Englisch. Okay, hier hört die Kampfmusik auf. Heißt das, dass er nicht da sein kann? Weil auf der gegenüberliegenden Insel könnte er ja auch sein. Das sind überall Schlangen. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Der war hier auf der anderen Insel, da ist ja auch Feuer. Da könnte er ja auch sein. Hm, ich denke schon, dass er hier ist. Wegen der Musik, ne? Ja, denke ich auch. Egal, gehen wir nochmal zu ihm. Oh Mann, der Tag- und Nachtwechsel. Hast doch eine Uhr dabei, ne? Die ist ein. Also, die hatte ich vorher noch nicht gehabt. Ich habe sie vorher noch nicht gekannt. Ob sie jetzt erst reingemacht haben oder. Wo seid ihr denn? Ah, hier sind auf jeden Fall mal Skelette. Mal kurz gegenüber gucken. Das hier sind doch alles nur so Einführungsaufträge. Du bekommst doch noch keine Kohle hierfür. Jedenfalls habe ich für den ersten Auftrag keine Kohle bekommen. Aber man kriegt die ganze Zeit Ruf. Für alles, was man macht. Bei der jeweiligen Partei von dem Auftrag. Darum geht es. Ja, genau. Hm. Oh, die Schlangen beißen zurück, aufpassen. Okay. Schlangen beißen zurück, ne? Wer hätte es gedacht? Hast du auch relativ lange dann so einen Buff? Oh. Bist vergiftet oder was? Ja, ah, okay. War ich kurzzeitig. Oh, die Musik wechselt. Klingt nach Boss. Ja, genau. Kämpf mit mir, du feiger Captain! Zack! So, und er hat jetzt einen Schädel hier, der liegt hier. Wenn du den in die Hand nimmst, diesen Schädel, dann kannst du auch, wie bei einer Schatzkiste, kannst du nichts mehr machen. Also kannst du nur den Schädel tragen. Leute, hätten es einen Totenkopf. Guckt euch an, Leute. Krass. Das meinte ich ja. Ah, ja. Boah, ist ja da, ist dann, da in der Nähe ist dann ein Event. Okay. Hammer, das Spiel sieht so geil aus. Gut, wir haben den Totenkopf. Jetzt können wir zurück zum Schiff quasi, ne? Ja, genau. Man könnte praktisch auch mehrere solche Aufträge direkt auf einmal annehmen. Nimmst du hier das Fass mit? Vor mir steht? Ja. So, Leute, das war doch mal ergiebig. Ich weiß nie, wofür man es brauchen kann. Genau. Ich meine, ein Schießpulverfass kann man immer gut gebrauchen, ne? Mir leckt es gerade leicht. Ja, bei mir auch. Auch gerade ein bisschen geleckt bei mir. Ah, okay. Ich bin nochmal ins Wasser gefallen. Ja, Cheesepulverfass mache ich mal hier runter. Und wir haben ein bisschen Wasser hier drin, das mache ich mal noch raus. Müssen wir quasi wieder südlich fahren, ne? Nächsten Auftrag holen. Stimmt. Man kann gar nicht mehrere Aufträge machen, ne? Man muss zuerst das hier zurückbringen. Vorher geht das gar nicht. Ach schon, ich wollte mal die. Ups. Besonders vielleicht über Land gefahren sind. Okay. Warte mal, ist irgendwo ein Loch drin? Ja, hier ist ein Loch drin. Warte. Repariere ich, kein Problem. Um. Wasser raus!
Ah, hier hinten ist auch noch ein Loch, okay. Also ist das die wilde See, die fordert ihren Tribut, so ist das nun mal. So. Das mit diesen Eimern so lustig. Ja. Bei der Beta gab es nicht alle Inhalte, oder gibt es jetzt den Riesenkraken? Soweit ich weiß, wird der Riesenkraken noch nachgepatcht, ne? Ich glaube, der ist noch nicht drin. Nee, der ist schon da. Ja, ist er schon doch, da, okay. Doch, der ist schon da. Okay. Entweder irgendwas wollten sie noch nachpatchen. Ich glaube, diese Founder Station oder so, also dieses, also wo du nachher hin kannst, wenn du ein Elite-Pirat bist, kannst du dann irgendwie in so einen Bereich gehen, wo du vorher nicht hinkonntest. Irgendwann wollten sie noch nachpatchen, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es kommen auf jeden Fall immer gepatchte Events, es kommen gepatchte Aufträge, also nach und nach alles nachgeliefert, also immer mehr genau. Inhalt. Ja, genau. Und alles umsonst, Leute. sollen wohl irgendwann Mikrotransaktionen kommen, aber halt nur kosmetisch. Das können sie von mir machen. Irgendwie müssen sie sich auch finanzieren, wenn sie DLCs machen wollen. Ne? Ist mir egal. Der Letzte, der meckert, wenn man irgendwas schöner machen will. Wenn ich Geld für eine andere Farbe ausgebe, das ist meine Entscheidung. Ganz genau so ist es. Solange die Farbe keinen Vorteil bringt, dann ist alles egal. Ich brauche noch den Sea of Thieves Controller. Nee, denn das ist mir ein bisschen zu teuer. Also ich hätte schon Bock auf so einen Controller, aber ich habe ja jetzt erst einen Elite-Controller geholt, ne? Hier. Hast du schon wieder einen neuen? Ne, ich habe doch einen abgekauft gehabt. Also ich habe jetzt einen zweiten. Ah, okay. So. Dann probieren wir doch mal die Bremsung von eben nochmal. Aber echt. Los, Captain Jens, ich glaube an dich. Ah. Gar nicht so schlecht, guck mal da. Und den Schädel muss ich aber mitnehmen, ne? Ja, stimmt, ja, klar. Den Schädel musst du mitnehmen, richtig. Dann musst du dann der einen Tussi hier geben. Ganz ehrlich, unter Wasser sieht hier auch so genial aus. Das ist echt der Wahnsinn, das Wasser allgemein, wie das hier aussieht, ey, hammerhaft. Also im Wasser haben sie sich echt gut Mühe gegeben. Läuft das bei dir jetzt nativ in 4K oder? Weil man kann nichts einstellen. Ich ne? bin mir echt, ehrlich gesagt, bin ich mir unsicher, genau. Ich weiß es auch nicht. Warte mal kurz. Guck mal hier. Ich geh mal kurz auf Action. Dann kann ich mit anzeigen lassen. Dann kannst du anzeigen, was für ein Input du hast. Also, es läuft auf jeden Fall in 3840x2160, also Full HD. Full 4K. Ah, okay. Aber ob das jetzt nur hochgerendert wurde, ne, was da auch ist, oder ob es wirklich. Ja, stimmt. Hier muss ich wieder wie. Nee, hier ist noch so. Nee, hier bei dir, wo ich hier stehe. Hier ist so ein kleines Zeltchen. Hier unten drunter. Bei der kannst du dann abgeben. Ah. Mhm. Das hat bei mir auch eine Zeit lang gedauert, bis er das dann gerafft hat. Es steht nämlich auch verdorbener Schädel verkauft, aber hast du halt. Obwohl doch. Habe ich jetzt gerade 104 Mark gekriegt? Habe ich anscheinend, ja. Weil das erste Mal habe ich keine Kohle bekommen. Oder dauert halt ein bisschen, bis der Server das synchronisiert hat. Weil noch habe ich auch keinen Ruf dazu bekommen. Das hat bei mir beim ersten Mal auch eine Zeit lang gedauert, bis es jetzt gerafft hat. Egal. Ich würde sagen, darauf gehen wir jetzt erstmal einen saufen. Ich muss so, hier. Hingehen. Quatsch. Tanja, machen wir mal hier meinen Krog voll, ey. Dass ich meinen saufen kann. Yes. Krug füllen, los. Gut, einen saufen erstmal eine Runde. Wir sollten es aber bei zwei Bier belassen. Ja. Ab dem dritten wird es nicht mehr lustig. Ja, eins geht immer. So, Tanja, ja, wir müssen dann nochmal los, wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Hui. Ich habe wieder ein paar Aufträge angenommen, man kann jetzt auf dem Schiff entscheiden, welchen man macht. Okay, alles klar. Das Lustige war, wie ich eben gezockt hatte, wie ich zurückkam, war noch einer hier. Aber jetzt ist gerade keiner hier.
Leichte Schwankung. Ich glaube, das wird. Leicht ist gut. So werde ich mich nächsten Donnerstagabend fühlen. Wieso? Gestern einen Saufen. Prüfung bestanden habe. Achso, okay. Ja. Ja. Dann muss man ja einen richtig saufen. Das nützt ja alles nichts, Alter. Ich komme. Springen muss man dann. Ist, glaube ich, besser. Ja, ja, ich schwanke leicht. Ja, ich komme, ich komme. Das war nix. So. Warte, ich bin jeden Moment da. Oh, hab ich jetzt was verkehrt gedrückt? Ne, mach nochmal. Mach nochmal vorschlagen. Oder habe ich irgendwie, ich habe X gedrückt gehalten, das war anscheinend verkehrt. Ja. Nein, aber jetzt weiß ich, warum ich so wenige. Man kann immer nur 3 Stück selber haben. Ja, genau. Von den Aufträgen. Jede Firma will Profit, ist normal, können froh sein, dass Sea of Thieves nicht von EA ist. Da wird es kein Kraken-DLC geben für 10 Euro. Ich habe jetzt hier was, ich habe jetzt für eine Fahrt gestimmt. Ah, okay. Ja, okay, für Fahrt stimmen. Ja, sehr schön. Hat man seine eigene Insel, also wo man alleine sein kann? Soweit ich weiß nicht, ne. Man hat immer so ein Outpost, das ist das hier, da kann man die Aufträge abgeben und annehmen. Und ansonsten sind alle anderen Inseln sind halt, ja, zum Entdecken für Schätze und für Aufträge halt gedacht. Aber wer weiß, was da alles noch kommt. Also wir müssen nach Devil's Witch. Okay. Ich spiele übrigens, Dennis hat hier im Games Pass, also den kann man ja 14 Tage lang kostenlos testen. Okay, ich habe gerade einen Erfolg gekriegt. Ein neues Abenteuer. Stimme für die Reise eines Crewmitglieds und beginne sie. Okay. Und der Game Pass kostet eigentlich nur einen Zehner. Also man kann für 10 Euro Sea of Thieves spielen. Jedenfalls mal einen Monat. Okay, wo müssen wir hin? Weißt du schon, wo wir hin müssen? Ja, straight nach Osten, ganz leicht nach Süden. Wie heißt denn die Insel? Devil's Witch. Dann ist es die andere, oder mal. Devil's Witch, okay. Wie geil die Sonne da noch drauf fällt auf die Karte. Okay. Devil's Witch. Ja, ja, ist schon gut, was du da machst. Noch ein bisschen nach rechts. Machen wir. Ja. Also musst du noch eine gute Ecke nach rechts. Ah, das sieht gut aus. Noch weiter nach rechts. Machen wir dann. Ich habe gerade volles Segel, deshalb bleibe ich jetzt mal so. Okay. Da kommt doch so eine kleine Insel vorher. An der musst du rechts vorbeifahren. Da hinten ist es schon. Wir haben gerade Vollgas, deswegen. Ja. Boah, Leute, guckt euch das Spiel an, wie das aussieht. Das ist ja wohl der Wahnsinn, ey. Das ist zwar alles Cell-Shading, aber an sich das Wasser sieht echt mega aus. Hammerhart. Hinten ist übrigens noch der Totenkopf. Oh man. Könnte hinten rechts hier sein, ne? Ich weiß es nicht genau. Hatte man eigentlich Fallschaden? Ja. Okay. So, du musst noch rechts, du musst noch weiter rechts. Du musst praktisch südöstlich fahren. Yes, jetzt fährst du geradeaus drauf zu. Und die kleine Insel, die ich meinte, die müsste eigentlich jetzt hier irgendwo kommen. Ah, da kommt sie.
Ey, wenn du hier in VR spielst, dann wird dir so schlecht dabei. Ja, glaube ich auch. Gut, man muss auch dazu sagen, seekrank ist ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich kann mal gucken, ob im Schiff noch kein Wasser drin ist. Ja, alles gut. Alles dicht. Steht zwar noch so ein bisschen Wasser, aber ist egal. Übrigens links von uns vorne. Ja, kannst du gerade so eine Festung. Eine Festungsinsel, so aus Stein. Skelettinsel. Ah, okay. Lol, aber echt. Okay. Krass. Ja, hinten die Insel, die siehst, die große, das müsste eigentlich. Lol, was rechts von uns? Was ist das? Da liegen Fässer. Sollen wir mal gucken gehen? Ich hab das Segel schon am Hochfahren. Sollen wir einen Anker lichten? Ja, wir könnten ein bisschen weiter rechts fahren, oder? Warte, ich geb dir ein bisschen Segel. Ne, nicht so viel. So, ein kleines bisschen Segel, dass du ein bisschen schneller bist. Ey, die treiben von uns weg, kann das sein? Gucken kostet nichts. Pass auf, es sind jetzt gleich so eine explodierenden Fässer, wo wir drauf fahren und dann sind wir weg. Lass einfach den Anker runter jetzt. Warte. Jo. Juhu! Und einfach nur so Bananenfässer und sowas sind, das interessiert ihr nicht. Ne, hier ist nichts drin. Holzbretter, leer. Ja, ich habe alles voll, was da drin ist. Bananen. Ja, okay. Hier sind Holzbretter noch, ja. Ne. Dann ist das nichts Besonderes. Was ist hier so unter Wasser? Jetzt müsste ich so unter Wasser gucken. Oh nein! Ne, ne, nee, alles gut. Ne, sonst scheint da nichts zu sein. Cool. Trotzdem. Ich müsste mal die Sachen, die ich zu viel habe, auch wieder zurücklegen, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel 10 Kugeln. Wo kann ich die denn reinmachen? Bananen? Ah, Kugeln kann man vielleicht oben irgendwo reinmachen, ne? Würde ja eigentlich Sinn machen. Kanonen kannst du beladen. Jo. Jetzt habe ich noch zu viel. Ansonsten. Ah, ich gucke mal gerade, wie wir fahren. Jo, fährst doch super. Ja, ja, genau. Straight drauf zu. Sehr schön. Banane, 15. Ah, übrigens, Chris. Ja? Will ich nicht spoilern, aber es gibt einen Erfolg, wenn das Schiff untergeht, sich mit Musikinstrument aufs Deck stellen und einfach spielen. Weißt du, so einer auf Titanic machen. Geil. Hä, hey, wieso rüstet der das nicht aus? Ah, jetzt. Yeah, geile Dance Moves mit dem Holzbein. würde es ja irgendwie cool finden, wenn man seine eigene Insel erstellen könnte. Ja, wenn die Ferien beginnen, hole ich mir das dem Game Pass mit meinen Freunden und dann machen wir eine LAN-Party, okay? Gute Idee. Gut, mein Bruder kommt doch noch.
Der will Erfolge machen, schnell. Klar. Itzemper heißt es. Ist doch gut. Warte. Hä? Ich hab den gar nicht. Ach, das ist hier der Halo Hardcore-Zocker vom Klo. Ach so, okay. Hm. Okay, Moment mal. Dann muss ich den erstmal suchen. Wo könnte man das nochmal machen? Ah, Personen suchen. So, zur Party einladen. So. Ihr seid so hässlich. Ich habe jetzt meine Donnerbüchse dabei. Ha. Hallo, Steven? So, jetzt. Ja, oder? Hallo. Ah, moin. Ja. Hallo. Ja, wir haben ja irgendwie ein bisschen am Schlauch gestanden. Wir wussten eigentlich gar nicht mehr so richtig, wer warst du eigentlich nochmal? Und dann ist es eingefallen, ah, stimmt, also. Halo, der eine Abend, richtig. Ja, stimmt, da war ja was. Ja, du meinst, wo ich dem Semper-Typen 8-mal ins Gesicht geschossen habe? Ja, wahrscheinlich das mal, da war ja was. Hab ich schon wieder verdrängt, glaube ich. Immer nur wichtig, Flo wegzumachen, ich habe Flo weggemacht. Steven, ich bin am Streamen, gell? Nur kurz als Hinweis. Ne? Alles klar. Gut. Wann kommt dein Bruder Chris? Der müsste bald da sein. Er will noch kurz was futtern. Machen wir noch gerade hier die eine fertig und dann können wir eigentlich direkt schon loslegen. Wir brauchen nicht mehr lange. Ich will nicht meckern, aber ich habe die Truhe des Seefahrers gefunden. Die müssen wir hier nicht finden, aber ich habe sie gefunden. LOL, wie hast du die denn gefunden? Super. Die stand da einfach. Okay. Hallo, ich nehme alles mit, was irgendwo steht. Oh, überall Schlangen. Ich habe auch kein Skelett mehr gesehen. Doch, bei mir hier einige. Echt? Wo bist du denn? Ah, ich sehe dich, okay. Aua. Okay, es gibt Fallschaden, offensichtlich. Ich komme! Ich komme! Das war knapp. Okay. Hier sind Bananen. Guck mal, hier liegen Bananen. Ich hab schon, danke. Wann legen wir nachher los? Also wann sind wir vollzählig? Sagen wir mal in 5 bis 10 Minuten. Alles klar, dann mach ich mir schnell noch was zu essen. Bin okay. Da. Okay. Alles klar, guten Hunger. Alles klar. Bis dann. Aus der Höhle spawnen die ganze Zeit neue, Chris. Okay. Ich glaube, wir müssen hier erstmal eine gewisse Anzahl wegmachen. Ist er doch schon. Jawohl. Aufs Maul. Lass ihn eine Banane essen. Lass ihn eine Banane essen, wenn er sie nimmt. Ist eine Banane? Na gut, keine. Wieso soll er Banane essen? Nimmst du die Kiste hier mit? Ja, ich nehme sie mit. Ich esse gerade kurz eine Banane. Dann bin ich nochmal voll. Dann hol ich mir hier eine mit.
So. Weiß zwar nicht, was wir mit der Kiste machen müssen, aber wir haben eine Kiste. Ja, die können wir bestimmt irgendwo abgeben. Alles klar, Dennis, dann macht gut. Bei dir steht Seefahrer unter deinem Namen. Was steht denn bei mir dann? Ja, auch Seefahrer. Das scheint man schon irgendwie einen gewissen Rang zu haben, ne? So. Zurück nach Hause, würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen, ein bisschen nordwestlich. Genau. Warum lädt Jetzt kriege mich... ich 156 Coins. Ja, dauert Die Crew hast anscheinend. du, die hast du. Ja. Ich glaube, dass die Server einfach gerade überlastet sind. Ah, glaube ich auch. Ja, klappt noch gut. Warum lädt mich mein Bruder ein? Warum kommt der nicht einfach rein? Ach, ich muss mal gerade meine Hose ein bisschen richten. Guten Tag. Hallo, schön. Guten Tag, Herr B. Mai, Grüße. Na? Seid ihr alle bereit, die Weltmeere zu Hast du umschippern, das Spiel um schon Schätze geladen? zu finden? Das Spiel habe ich geladen, klar. Ich muss nur wahrscheinlich jetzt hier einen Charakter erstmal erstellen, ne? Ja. Ja, lass uns das kurz abgeben, Chris, dann können wir alle ja einladen. Ja, klar. Mach mal gleich eine Vierer-Crew. Ja. Also bei voller Fahrt, ne? Da wackelt das übelst, Alter. Ja, ist echt krass. Das Spiel darf ich nicht spielen, wenn ich getrunken habe. Ha. Also, ich muss auch sagen, das kleine Schiffchen, ey, das nimmt die Wellen noch ein bisschen Wackelt härter übel. mit, ja. Definitiv. Chris? Ja. Was ist los? Ach, verdammt, es geht hier nicht. Was denn? Wollte ich gerade ins Gefängnis sperren. So Sachen macht er mit mir, ey. Das geht nicht zu zweit, es geht nur bei Vierer. Muss ich jetzt hier den Crew-Typ schon auswählen oder ist das alles Quatsch? Ja, du kannst halt einen Typ auswählen. Quatsch. Ja, den Typ habe ich ausgewählt. Ja. Und jetzt fragt er mich, was für ein Schiff und ob ich komplette Crew fahren soll. Ja, du kannst ja gerade, So, nee, nee, nee. musst ja gerade 2 Minuten warten, bis wir ja gerade den Schatz hier abgegeben haben. Dann kann ich dich einladen. Wir haben noch einen, der ist gerade kurz was essen und dann sind wir hier vollzählig. Der ist aber auch in 2, 3 Minuten wieder da. Cutlass K. Ja, gerade mal die Richtung ein bisschen gucken. Segel auch wieder in den Wind drehen. Ja, du musst im Prinzip jetzt komplett westlich fahren. Also praktisch an der Insel dran vorbei und dann westlich fahren. Ich glaube, ich sehe auch schon den Inselberg. Na, das müsste ja sein, ja. Ich glaube links die ist es, ne? Ah, muss noch ein kleines bisschen links. Also links die größere Insel ist es, der größere Berg. Ja. Gut. Ah, hier sind Hat uns der Kanonenkugeln. Wind schon alleine hin. Ach, ist das herrlich.
Dann wollen wir dem Mike mal ein paar schnelle Erfolge machen, wa? Ja, so einem Erfolgssüchtigen. Da gibt's ja gar keine Erfolge, da spiele ich nicht mehr. Hat er zu Anfang gesagt. Naja, das ist ja auch noch ein Preview. Manchmal kommen die Erfolge alle, kriegst du direkt alle auf einmal. Elite Dangerous zum Beispiel. Habe ich ja in der Preview gespielt gehabt, so, ja, hat sich so 200-300 Stunden, wie dann der Release kam, ich, keine Ahnung, 10 Minuten lang sind die Erfolge runtergerattert. Das hoffe ich aber bei PUBG. Sieht er da eigentlich auch, mittlerweile... Die gleichen, die auf Steam sind, dann kriege ich ja die Hälfte schon. Ja. Sieht er da eigentlich mittlerweile nicht mehr aus wie ein Counter-Strike-Spiel? Was? PUBG? Sieht immer noch so aus. Ja. Ja. Ja, die haben noch viel Arbeit vor sich. Ein Fortnite kann ich um Handy spielen. Hab ich letztens getestet. Spielt sich nicht gut. Aber es geht, ey. Ist ja auch dafür nicht gemacht. Naja, für ein bisschen beim Doktor zu hocken und sich die Zeit zu vertreiben, kann man das machen. Das freut sich jetzt wieder Fässer im Wasser. Ich glaube, das sind so randommäßige. Vielleicht doch einfach, falls einem der ganze Kram ausgegangen ist, ne? Jawohl, das nenne ich mal eine Punktlandung. Ich nehme mal die Kiste. Schauen wir mal. Hui! Guck mal, ob du das bei der hässlichen Frau da abgeben kannst, der dicken. Ja. Ja, ich glaube eigentlich... Ich glaube, die nimmt alles an. Ich glaube eher, dass hier die Goldgilde... Dass man das bei dem abgeben kann, ja. Du würdest Seefahrers verkaufen, ja. Hat der Spaß eigentlich HDR? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das soll 4K wohl haben. Ah, doch, ja. Ich habe immer noch 104 Mark, also bei mir hat sich nichts geändert. Ja, ich glaube, dass die Server heute echt überlastet sind. Ja. Gut, dann gehen wir hier mal raus und. Wir haben auch wie viele YouTuber und wie viele Streamer gesagt, die heute spielen wollen. Ich finde, dafür läuft das eigentlich ganz gut, muss man eigentlich ehrlich sagen. Boah, sieht Wasser cool aus, ey. Ja. Gut. Ja, gut. Dann gehen wir hier raus und dann laden wir nochmal neu ein. Ich mache mir nochmal schnell einen Kaffee. Aber ich warte auf deine Einladung. Dann schon mal in dem Falschgeld wird über. Wir müssen ja eh auf Steven warten. Ah! Guck mal, Steven. Ich habe schon gerade geschrieben. Cool. Ich starte jetzt ein. Timing. Ganz kurz, ich muss nochmal gerade hier. Yes. Reloggen. So, da fahren wir mal eine Galeone, komplette Crew. Freunde einladen. Ja, da kommt. Ja, Mike, wenn du mal lernen willst, wie man Halo spielt, musst du hier mit dem Ed Senpai spielen, ne? Der kann es. Halo kann. Ja, ewig nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Echt nicht? Okay. Aber sowas verlernt man. Sowas verlernt man ja nicht. Nee, nicht wirklich, das stimmt. Wie Fahrradfahren. Ja. Das ist wie Fahrradfahren, das stimmt. Aber sagen wir mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahr der 6. Teil dann angekündigt wird auf der E3. Ja, damit rechne ich auch. Also so vom zeittechnischen her müsste das eigentlich auch der Fall sein, so Ende des Jahres. Okay. Wie lange ist dann zu Halo 5 her? 3 Jahre. 3 Jahre ist eigentlich schon ziemlich gut für so ein Spiel, für zu entwickeln. Ja, also die haben bisher eigentlich für jeden großen Teil 3 Jahre sich Zeit gelassen immer, deswegen. Eigentlich sind die da sehr zuverlässig. Ich denke mal, auf der E3 wird es spätestens Infos dazu geben. Ah, denke ich auch. Ja, mal gucken. Mehr wird umgewälzt. Es ist...
Hast du das gekauft, das Spiel? Oder hast du durch den Game Pass das Spiel? Ecke? Ja. Game Pass. Ah. Okay. Ist ja auch eine saugeile Sache. Den gab's wahrscheinlich gestern, so wie 95% aller Leute. Ja, denke ich auch. Ja, gestern gab es den noch für 3,99 und deswegen dachte ich so, ach, machst du mal was? Ah. Ich hatte noch durch die Xbox One X noch einen Monat umsonst. Und ich glaube, ich bin noch auf Probeabo. 14 Tage. Das kann sein, ja. Wie lange will der denn das Meer umwälzen? Oh Mann, ey. Ja, das ist, sowas geht halt nicht so schnell, du weißt. Ja, wie gesagt. Jetzt um 18 Uhr. Da geht jetzt schon gut der Punk ab bei denen auf dem Server. Ja, das denke ich auch, dass es damit liegt. Ja, nur die PC-Spieler müssen ja dafür richtig Geld bezahlen. Kannst du dich nochmal abbrechen oder so? Nee. Eieiei. Hängt oder was? Ja, anscheinend schon. Solange der Jens zurück ist. Ne, zurück ist, brauchen wir eh. Ah, ich spiele es davon, ist fehlgeschlagen. Bitte versuche es erneut, okay? Ihr seid alle noch drin, okay? Dann machen wir einfach nochmal. Segel setzen. Mehr wird umgewälzt. Vor die Mucke, ey. Hilfe. Ich hab 200 Frames. Ich bin draußen, oder? Ich bin Abtizaleskön jetzt, und du? Na, ich kann Galeone wählen. Hä? Bei dir, Steven? Mhm. Also, ich hab grad den Ladebildschirm. Den ich auch. Mit. Okay. Ja, mit dem schönen Schiff und dem Sonnenuntergang. Mensch, das ist richtig schön. Warte Mike, dann versuche ich dich nochmal einzuladen. Wenn wir drin sind. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt einfach nicht einen vierten zugelotst. Kann man rausschmeißen. Einsperren! Boah, ich lüfte, glaube ich, mal. Meine Bude ist so langsam zu genebelt. Ja, ja. Kommt vom Rauchen. Ah, scheiß Dampferei. So, Sekunde. So. Also, ich bin in der Taverne. Sehr gut. Gute Ausgangsworte mitgebracht. Beruf so sein. Finde ich auch. Ich würde jetzt gerne mal. Crew. Nutbreaker. Ich schätze einfach mal die ganze Party nochmal ein. Gucken wir, ob das geht, Mike. Crewbuch wird geöffnet. Ah ja, Ladebildschirm. Klar, weißt du, der Steven ist direkt voll sich am Bekeilen, ey, klar. Ach so. Ja. Wenn man im echten Leben momentan in einer metabolen Diät ist und kein Alkohol trinken kann, dann zumindest im Spiel. Geil. Jetzt musst du nur noch besoffen labern. Akku, ich habe auch Kohle jetzt gekriegt jetzt. 632 habe ich. Wo kriegst du Kohle her? Los. Ja, wir müssen erstmal Aufträge machen. Alles klar.
Gut. Ich würde sagen, wir machen mal so einen, wir machen mal so einen Tierfang-Auftrag, oder? Jo, klingt gut. Ist da schon einer am Reihern? Ja. Ja. Ich trinke nicht so oft, Leute. Ich guck, ich habe noch einen Auftrag für ein Tier zu fangen. Oh, da spielt einer ein bisschen schief, oder? Warte. Oh. Das hört gar nicht mehr auf, ich sag's euch. Scheiße. Gott, ist das behindert, ey. Das habe ich jetzt schon so oft gehört eigentlich. Okay, ich bin auch da. Ja, gut, alles klar. Wir können, wenn ihr... Also ihr könnt schon ein bisschen umgucken, aber wir können, wenn ihr wollt, auch direkt aufs Schiff. Gut, ich glaube, ich kann auch so langsam wieder laufen. Ja, einigermaßen. Ha! Ah, das ist das Schiff, ey. Ja. Ach, du Scheiße. Seefahrt vorschlagen, so. Ja. Verdammt nochmal. Jetzt müsst ihr hier hinkommen, in die Kapitänskajüte. Und dann müsst ihr hier gerade abstimmen für den Auftrag. Einmal X drücken. So. So, jetzt könnt ihr Right Button drücken. Und dann seht ihr, was wir machen müssen. Ja, klar. Zweimal weiß gefiederte Hühner müssen wir holen. Die Kisten können von einem beliebigen Händler abgeholt werden. Müssen wir jetzt erst beim Händler die Kiste holen? Mal gucken. Warte mal, dann müssten wir ja bei jedem Typ machen. Hühnerstall erhalten. Ja, ich hab einen Hühnerstall. Aber wir brauchen zwei, ne? Okay. Ich hab einen. Sehr gut. Steven, kannst du bei dir ein kleines bisschen Lautsprecher leiser machen? Klar. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Mädels. Da würde ich sagen, Anker lichten, auf geht's. Einfach irgendeine Insel oder müssen wir eine bestimmte Insel? Ich würde sagen, einfach eine schöne Insel. Oh. Leute, wer schießt denn da? Hinten ist ein Schiff. Links von uns. Ja. Oh, da. Oh, links. Das ist aber ein kleines. Kann auch eine Insel sein, die er geschossen hat. Klar. Westlich. Los, wir suchen Stress! Ich kletter in die Kanone. Oh, ich muss die Kanone erst beladen, warte mal. Oh, ich habe gar keine Kugeln an mir. Wo sind hier bei der großen Galeone die Kugeln? Jungs, das Teilschiff machen wir jetzt weg, oder? Feuer! Sag nochmal! Hätte ja klappen können. Na gut. So, Leute, ich habe das hier gecheckt. Hier ist kein Schatz. Ah, wir fahren schon, okay? Wir gehen jetzt in den Wind hinein. Na, ich starte die Kanonen mal. Ich verfolge das Ding jetzt. Also, ich würde das. Ah ja, ich starte die Kanonen. Das gern wegmachen. Ah, machen wir auch. So ein kleiner Wichser, den hauen wir weg. Was hat der in unserer See hier verloren? Ich würde die Segel mal alle runterholen. Warte mal, Sekunde. Siegel, ne, Winkel einstellen, das will ich nicht machen. Mach ein bisschen hoch, sodass du drunter durchgucken kannst. So. Wo ist er denn? Rechts. Ah, da, okay. Südöstlich.
Von wo haben wir denn Luft? Haben wir im Gegenwind, ne? Dreht die Dinger mal so, dass sie nach links zeigen. Jawohl, Herr Kapitän. Genau. Ich drehe mich jetzt gleich in den Wind. Ich kann das ja fast komplett drehen, ist ja Wahnsinn. Einer müsste dann... Komm schon. Gut, er ist auch ziemlich lahm, muss man dazu sagen. Er hat das gleiche Problem. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Kleinen schneller sind als die Großen. Das kann natürlich sein. Könnte eine Stärke von den Dingern sein. Wir müssen die Segel mal drehen, oder? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste es so rum gleich gehen. Nee, nee, nicht andersrum, genau so rum. Okay. Der Sausack bewegt sich aber auch nicht in den Wind. Ah, ein bisschen. Ich glaube, wir kommen näher. Ah, zieht nicht schlecht aus, was wir da machen. Ein Zweier- oder Einer-Schiff. Kann allein. Warte mal, ich guck mal gerade. Vielleicht kann man ja durch Fernglas was sehen. Eine Zweier. Eine kleine Zweier. Wendet auf der rechten Seite, die kann. Ja, wird aber. Nee, das. Die Entfernung wird größer, das Gefühl. Ja, okay. Ja, der See geht auf jeden Fall straight geradeaus. Er hat uns schon gesehen. Der wird schon ein bisschen von uns weg. Weichei. Ja. Die Beta hat mich eins gelehrt, der Wind dreht irgendwann. Mike gibt übrigens einen Erfolg, ne? Also deshalb. Ach so, ja. Jetzt auf einmal töten! Was ist denn hier mit meinem Messer? Wie packe ich denn das aus? Mit Y. Mit Y. Könnt ihr das vorderste Segel noch mal ein bisschen mal drehen? Vorderste? Ja. Thieves Haven. Was ist es, nach links oder nach rechts? Immer noch links, ne, oder? Nach links. Jetzt hast du auch ein wenig bisschen Wind, ne? Eieieiei. Ja, aber auch. Ja. Warte, wenn ich jetzt. Ah, das ist nicht mehr viel, dann könnte ich mal auf den drauf schießen. Oh, ich kann fast Köpfe sehen. Okay. Sind jetzt zwei oder ein Kopf? Einen habe ich auf jeden Fall gesehen. Kanone, warte mal. Laden. Alter, hat der Vorsprung. Geh die Säge wieder ein bisschen gerade stellen. Mhm. Warte. Jawohl. Nicht ganz, also so ein bisschen. Da seht ihr wieder Wind. Ja, ich seh's. Vollen Wind haben. Jetzt dürfte er keine Chance mehr haben. Ha? Noch sind die Segel gut? Nee, ist noch zu weit weg. Aber ein bisschen hungrig bin ich jetzt ja schon, ne? Links die Segel. Perfekt. Perfekt. Arr! Ja.
Ich gehe mal gerade ein paar Kugeln noch holen, für direkt nachladen zu können. Aber ich meine, wo will der hin eigentlich? Ich sehe den Kapitän, aber ich weiß nicht, ob ich schon... Sollen wir entern? Los, ran da, oder? Achso, wir könnten die Kanonen noch benutzen. Unter Deck gucken. Okay, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell. Weil ich dreh die Segel mal ein kleines bisschen. Stimmt, richtig. Korrekt. Alte Geländer oder was? Ja. Das ist das Große. Ich mach das. Ich geh mal gerade unter Deck und guck mal, ob wir hier Wasser reinbekommen. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Löcher. Ich repariere das direkt. Ich habe keine Bretter. Wieso habe ich keine Bretter? Oh, muss man jedes Mal Bretter aufsammeln? Oh, nein. Wo sind die Bretter? Ich kenne mich nicht aus. Bei der großen. Da sind sie. Unten, Leute, unten. Wir haben jede Menge Wasser am Schiff. Oh, fuck. Ich bin schon fleißig am Eimern, Leute. Ja, sehr gut. Aber alleine. Alles klar, kein Problem. Ich bin gerade am Reparieren. Ihr müsst das Wasser rausmachen. Hier oben reinmachen bringt nichts. So, gut. Okay, alles klar. Der Keller ist wieder. Ja, drauf. Alles klar, dann tötet. Geht mal hoch und guckt, ob wir töten können. Ich mach mal gerade hier ein bisschen die Löcher zu. Also eigentlich müsst ihr nur mit den Kanonen schießen. Also mit den normalen Waffen nützt da nicht so viel. Okay. Wo ist er denn? Rechts oder ansonsten links? Sonst übernimmt noch vor uns. Ansonsten übernimmt jemand anderes das Steuer. Ist kein Problem. Dann. Bretter. Ah, da ist er. Alles klar. Noch sind wir nicht in Schussreichweite. Nein, ich bin runtergefallen. Hat er die weiße Flagge gehisst? Echt? Weiß ich nicht. Mir doch egal. Ja, der wird trotzdem gekillt. Eiskalt, da kann man nix. Jungs, dreht die Segel mal bitte alle nach links, soweit es geht. Mhm. Ich mach das eine Segel mal wieder lang. Ja, bin ich auch gerade dabei. Alles klar. Es ist gar nicht so einfach, bis sie daher kommen. Bei Assassin's Creed musste ich doch nur sagen, links oder rechts. Okay, er dreht voll ein. Ja. Wie das denn geschafft? Genau. Okay, der will uns angreifen. Das wird unsere Chance, oder? Ja. Der schießt. Genau. Ne, kommt der jetzt auf jeden Fall. An die Kanone. Ja, rechte Kanonen. Jawohl. Leute, fangt an zu schießen, ich schlag nach. Ja, erstmal vor die Flinte kriegen. Komm, jetzt, Kalle. Komm, noch ein bisschen. Los, Leute! Feuer! Ja! Yes, Treffer! Feuer! Dann nochmal! Ich bin am Laden, ihr könnt schießen. Ihr müsst nur die Kanone wechseln.
Okay. Der Bullet Drop ist ziemlich extrem. Ich habe irgendwie das Gefühl. Oh, fast. Oh, der ist mega schwer zu treffen, so. Ja. Welch ein Fight. Jetzt haut er ab. Ja, wir müssen bald dann auch mal wieder an der Insel, weil wir haben sonst keine Kanonen. Ja. Alles verballert, ey. Also lass uns einfach mal auf eine Insel fahren. Gucken wir mal, wo die Hühner sind. Alles klar. Guck nur mal, wo er hinfährt, ja. Dann hau ich auf die Insel da hinten ab. Ja. Alter, wie wir gefahren sind. Wir sind fast am Ende der Welt gewesen. Rechts. So, wenn du jetzt ziemlich straight geradeaus fährst, kommst du auf jeden Fall auf eine größere Insel. Aber ich weiß bloß, ist das ein Outpost? Ja. So, wirklich von ein kleiner Schlepper, ist das der? Warte mal, ich geh mal grad hoch. Ne, der im Süden ist auf jeden Fall jemand anders, oder? I don't know. Das ist der einzige, den ich von hier oben sehe. Egal. Ja, hinten links von uns ist der Typ immer noch, ja. Okay. Echt? Okay. Warum haben wir auch die weiße Flagge? Haben wir keine Piratenflagge? Geht gar nicht ohne Piratenflagge. Ja, aber. Echt? Ja, dann hat. Elend. Oh, ja. Ja. Das Schiff schwankt zu extrem, ich kann nicht reparieren. Wahnsinn, gell? Jetzt zum ersten Mal, oder? Die sieht mega geil. Geil, ja, mit Peter gespielt. Ja. Ja, ist es auch, definitiv. Krass, ne? Ne, das passt so. Das passt aber auch zu Rare, dieses Cell-Shading, dieses leicht Verspielte, das passt zu denen. Ja, finde ich auch. Wie geil das Schiff auch schwankt. Der spielt hier mal. Damals, ist das rechts von uns ein Outpost oder ist das warte mal, guck ich mal gerade. Ne? Sekunde. Ja, das ist ein Outpost, ja. Tatsache. Vor uns, die Insel, wenn du jetzt gerade ausfährst, ist der Crow's Nest Fortress. Ne, gerade ausfährt vor uns. Laut Karte. Boah, wir müssen echt die Kugel nachfüllen, ey. Krass. Was heißt denn Outpost? Ist der bewohnt oder was? Nee. Wir da auf die Fresse? Ja, das ist halt praktisch schon mal herkommen, von dem Outpost kommen wir. Ja. Ich bin mal gerade eine Minute AFK. Aber da kriegen wir keine Kugel. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich mach gerade schnell einen Tee.
So, Sekunde. Bin direkt da. So ist er, wenn ich in der Woche Livestreamer. Vor uns ist genau. Da kann man sich einfach nicht teilen. Also, wir fahren genau drauf zu. In den Felsen vorbeifahren kann ja jeder. Ich fahre mit dem durch. So, Rede. Oh, ist das hier ein Segel? Ich spiel hat mein VR. Dann reierst du eimerweise. Gut, dass ihr mir noch ein Wegebier macht. So, jetzt sag mal eine Insel an, Chris. Ich sehe nichts. Ich sehe Segel. Du fährst doch gerade, du fährst gerade an der Insel dran vorbei, wo ich eigentlich stehen wollte. Sonst fahr nach rechts. Noch ein bisschen nach rechts, also straight nach Norden jetzt. Da ist auch eine Insel. Die sieht man auch. Warte mal, ich mach dir das ein bisschen hoch, das Segel. Oh. Oh. Jetzt hätte ich richtig Lust auf eine Banane, Alter. Ob wir da Hühner finden, ich weiß es nicht. Banane, lecker. So. Das nenne ich Bremsen. Haben wir jetzt einfach volles Rohr geankert? Yes. Volles Rohr. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal Skelette. Ah, scheiße, ich hab die Falle vergessen. Ich guck erstmal. Sehr gut. Hier sind Hühner, ja. Ah, man hört's auch. Ja. Okay. Spätrupp hat gesichert. Weil ich geh grad einen Käfig holen. Jens hat schon einen dabei. Alter, du hast ein Holzbein, Mann. Ich bin ein geiler Typ. Wie cool. Hier ist auch ein Huhn. Ja. Also ich bring dir Käfig mit. Muss man die Hände? Nee, wir haben so Käfige dabei für die. Was ist hier mit Holzbrettern und Bananen? Gibt es hier? Ja, alles mitholen. Jo. Warte mal, pass mal auf. Ich mach das mal so. Ich bring den Scheiß mal aufs Schiff. Ich leg mal alles, was ich hab, leg ich mal hier rein. Dann sammel ich praktisch alles ein, was ich sehe. Kann das sein, dass wir die nur hinstellen müssen und dann laufen die da automatisch rein? Gute Frage, keine Ahnung. Warte Sekunde, ich bring den anderen. Wo hab ich denn den anderen Käfig hingemacht? Ah, hier liegt er. Wo seid ihr denn, ihr Hühner? Kann man Bananen auch lagern? Haben wir dafür ein Lager? Ja, haben wir. Und zwar... Ah, hier. Ja, hab ich. Goldenes schon aufnehmen, warte mal. Ich konnte Right Trigger drücken, wie ich den Käfig in der Hand hatte. Brauchen wir denn ein goldenes Huhn? Warte mal. Was steht denn hier? Zwei weißgefiederte Hühner. Stimmt. Ja, hier rennt er so eins rum. Mist, wie kann ich das nochmal hier rauslassen? Mit dem Käfig musst du es quasi machen. Ich probiere mal zu dir zu scheuchen. Ah, okay. Ich hab das nur, weil ich hier drin hab, abgeknallt, weil ich nicht wusste, wie ich das raushole. Ja, okay, eins brauchen wir noch. Warte mal. Wenn ihr irgendwo eins seht. Hallo Hühner. Wo seid ihr denn? Hier hinten ist auch ein Gegner. Boom, Headshot. Ich sehe keins mehr. Schau nicht. Wer schießt da?
Typen hat sich selbst geschossen. Achso. Nee, jetzt haben wir nur einen Huhn gefunden, müssen wir noch auf eine andere Insel fahren. Ist es so? Hier war halt ein goldenes und ein weißes. Ja, aber das goldene müsste doch für zwei weiße zählen. Das kann sein. Fehlte bestimmt für zwei weiße. Das Problem ist, nee. Wie der Jens eins gefangen hat, hat er doch da gestanden, dass wir ein weißes Huhn gefangen haben. Ja, das stimmt. Ja, komm. Auf eine andere Insel einfach flott und dann. Die nächste Insel ist nicht weit. So, bei Bananen muss man immer aufpassen, eine noch im Petto selber zu haben, ne? Ah, vielleicht zwei auch, ja. Ankerlichten, bitte. Ah ja, warte mal, das geht hier, glaube ich. Ah, man muss dann drehen. Aha, okay. Jawohl, volle Teamarbeit. Mal gucken, ob unten ein bisschen Wasser drin ist. Ja. Ach so, jetzt Segel setzen. Ja, alles trocken. Ich bin nirgendwo gegen gefahren. Ich hab Feuer gezogen. So, die Bretter mache ich mal hier rein. Jawohl, davon haben wir wieder einige. Sehr gut. Kugeln habe ich gar keine gefunden. Habt ihr Kugeln gefunden gehabt? Bretter. Ne. So, Bananen haben wir jetzt auch einige wieder. 22. Wo waren jetzt Bananen nochmal? Ah, hier. Tja, hier steht da deine Huhn. Hast du schon mal den Blick, Jens, oder? Ich hab die Insel gefunden, also ich sehe die Crux, nächste. Crux Hollow. Ja, da sind Bäume drauf, da wird ja, muss noch ein bisschen rechts fahren. Boah, ist die Sonne hell, ey. Ist der Fernseher geil. Hast du den Einstellungen ein bisschen rumgespielt, Mike? Ja, aber ich muss ja sagen, ich fand Bild eigentlich schon von Anfang an ziemlich geil, auch im Game-Modus. Bei mir war es im Game-Modus mir zu dunkel und zu wenig grünlastig. Ja, kommt, weiß ich nicht, jedes Panel ist ja auch nochmal so ein bisschen anders, ne? Ja, klar. Klar, wenn man halt jetzt so einen extra Typen nochmal bezahlen würde, der einem ein Panel einstellt, wahrscheinlich kriegt man dann nochmal so einen Aha-Effekt, aber ich hatte vorher schon keinen schlechten Fernseher und da ist jetzt nochmal eine ganze Schippe drauf, ey. Ist schon geil. Ich bin mit meinem auch sehr zufrieden. Er hat ein schön warmes Bild, aber Panel ist ja identisch. Genau. Du hast nur eine andere LED-Hintergrundbeleuchtung. Genau, ich habe so einen Backlight-Drive, ja. Nee, du hast einfach mehr. Also ich habe zwar auch Backlight, aber nur 16 Felder. Ich glaube, du hast 32. Und mehr Dimming-Zonen. Also ich finde halt auch den Schwarzwert tatsächlich überragend, ne? Das ist echt der Hammer. Sonne geht langsam unter. Boah, sieht das Spiel schön aus. Auf jeden Fall. So, Crux Hollow. Ja, ja, wir müssen noch ein bisschen näher ran. Wir haben extrem beschissenen Wind. Seitlich zur Insel drehen, oder? Dann können wir uns rüberschießen. Ja, ich muss Spaß. Mit dem Käfig eh gehen. Ach ja, scheiße, stimmt. Wo ist der Käfig? Ich mach das, schon den Käfig. Alles klar. Der Anker ist geschmissen. Yo. Hey ho, let's go. Wie lädt man sich denn selber in die Kanone? Vorne an die Kanonenspitze gehen und Y drücken. Was ist da los? Alles klar. Oh, ich stehe hier jetzt so an der Felsen. Okay. Ja,
Hühner. Unten, ha? Ah, da unten ist ein weißes. Okay, ja. Unten. Hier unten ist ein weißes. Yes! Wir haben nicht. Geil. Was hat hier denn? Die Schlangen, die hier sind, die beißen übrigens, ne? Also, nicht mal rangehen. Die machen Aua, Aua. Aua. Aua, Aua, Put, Put. So. Ah, Chris, ich bin nochmal kurz, hier ist eine Höhle und so. Ich nur mal gucken, ob ja, hier klar, eine Kiste findet. Ja. Wie hängt unser Schiff ein bisschen schief? Oh, ich habe hier Schießpulverfass. Oh, Kanonenkugeln habe ich auch. Bananen, Holzbretter. Perfekte Scheiße, diese Skelettviecher, ey. Haut doch ab. Oh, warte mal. Ich könnte mich auch mal. Aua! Also ich habe noch ein paar Kanonenkugeln gefunden und irgendwie sieht es hier so aus, als müsste man das hier anzünden, dann passiert was, aber... Headshot. Ich kann nicht anzünden. Ah, das war glaube ich eine schlechte Idee. Jetzt hänge ich hier so am Berg irgendwo. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Ist das eigentlich ein bisschen dunkel im Stream? Ja, ich könnte ein bisschen heller machen. Okay, also hier laufen noch 800 Hühner rum. Oh, hier kommen wieder ein paar Untote. Na, die spawnen hier die ganze Zeit so ein bisschen. Ich mach mal gerade das Spiel ein bisschen heller. Bei Nacht mehr als bei Tag. Kann ich das überhaupt? Nö, kann ich nicht. Brauchen wir auch nicht. Muss doch dunkel sein, Leute. Was ist das hier? Okay. Hast du was gefunden, Jens? Naja. Ja, aber die halbe Insel ist hier irgendwie krass, in der Höhle. Hier sind noch so viele Hühner, ey. Och, verfickte Scheiße nochmal. Okay, Banane, Kugel, Holzbretter. Double Kill. Gut. Na, anscheinend nicht. Dann können wir nochmal zurück zum Schiff. Boah, wird das dunkel, wenn man hier so eine Höhle reingeht, ey. Oh, was ist das hier denn? Hier sind Leuchtpilze. Mhm. Was war das? Ey, was hier alles ist, ey. So viele Höhlengänge, krass. Ja. Also die Inseln haben an sich echt noch viel Potenzial für mehr Sachen noch. Gut, ich gehe back to the ship. Jo. Wenn wir jetzt irgendeinen Outpost ansteuern, yes. Ne? That's the plan. Ich guck mal gerade, wo einer ist. The Crow's Nest Fortress? Ist das vielleicht auch eine Outpost? Alle an Bord? Warte mal, nee. Bin gleich da. kann los. Nee, ich muss erstmal nochmal unser Schiff finden. Über uns sind Polarlichter. Kommt mal nach oben. Tatsächlich. Ey, hier gibt es doch echt 18.000 Höhlen, ey. Ja, ist echt krass. Och ja, komm, ey. Waren wir denn da? Okay. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg.
Moment, ich kann nicht so schnell schwimmen, ich habe noch jede Menge Kugeln dabei. Ja, ein Outpost ist südwestlich von uns. Jawohl. Jo, ich bin da. Anker lichten. Der Kapitän sagt Ankerlichter, muss das ein bisschen schneller gehen, Mensch! Jawohl, das Ding fährt auch direkt, ey. Ah! Ei! Das hat ein bisschen wehgetan. Warte mal, ich guck mal gerade, habe ich Bretter bei mir? Ja, habe ich. Gerade mal unten gucken gehen, Jungs, wir haben unten drin Wasser, Löcher, reparieren. Ja, ich komme. Ich hol Wasser raus. Ich mach die Löcher zu. Sieht schon gut aus. Ich fahr auf die nächste Sandbank. So, dann machen wir als nächstes machen wir mal so eine Schatzvoyage, ne? So eine richtige Porno. Oh, so richtig genau. Piratenkram, Junge. Links? Schießt jemand? Ich hab grad gedacht, schießt jemand. Ja, das sind so. Die Skelette von der Insel. Die schießen dann ab und zu. Ich treffe nur, wenn du nah dran bist. Ich fang die. Die Richtung. Ah, warte, ich guck nochmal grad. Sekunde. One second, please. Ja? Der kommt gut. Bisschen nach rechts. Kleines bisschen nach rechts. Und dann im Prinzip straight geradeaus. Es kommt vorher noch eine andere Insel, da muss man dran vorbeifahren. Ey. Okay. Ich glaube, das Schießpulverfass sollte man besser von Deck nehmen. Irgendwo rein, wo es nicht größeren Schaden dann richtet. Ja. Ich glaube auch. Okay, die Bots können besser schießen wie mir. Das wollen wir mal festhalten. Da sind sau viele Fässer hier unten, ey. Wo müssen wir hinsteuern? Südwest? Südost? Jetzt noch ein bisschen nach rechts. Also noch ein bisschen mehr nach Westen. Die Insel, die jetzt kommt, ist es nicht. Das ist Paradise Spring. Alles klar. An dem ist, alles klar, dann sehe ich an dem müssen wir dran vorbei. Ja. Okay. Moment, die zwei Hühner haben wir, ne? Genau. Also alles, was wir jetzt noch machen, ist abgeben und nächste Sache holen. Genau. Okay. Müssen wir denn jetzt wieder zurück zu der Anfangsinsel, um den Kram abzugeben? Oder es gibt, drei verschiedene Gilden sozusagen, also drei verschiedene Auftraggeber. Und die kann man auf jedem Outpost, kann man von den Vertreter von dem finden. Also man kann das überall abgeben. Das ist irgendwie verrückt, man hat also so richtig viel hat man eigentlich gar nicht zu tun. Aber es ist eigentlich so, man hat das Gefühl, man hat ständig was zu tun. Man bewegt sich ständig auf dem Schiff so ein bisschen, man setzt die Segel ständig ein bisschen in den Wind und so. Es ist total cool, macht total viel Spaß, mit mehreren Leuten zu spielen, also. Muss man einfach gucken, wie schnell sich das abstumpft, ne? Warum haben wir eigentlich die Laternen an? Und sollte doch in der Dunkelheit noch keiner sehen, oder? Falsch gemacht. Musst du noch drücken. Kann sich mal einer schon mal an den Anker stellen? Ich gebe ein Zeichen. Alles klar. Wir kommen mit hoher alles Geschwindigkeit klar? Rein, deshalb. Ey, ihr müsst ja nur lange X drücken. Jetzt. Ei! Nee, jetzt gut, ist gut. Oh lol, dreht genau ab nochmal. Geil. So, Jungs. Einer muss noch einen Huhn holen. Pulverfass. Kann man das verkaufen, das Pulverfass, oder was? Sicherheit. Wie nimmst du mal das Huhn mit? Jo. Man kann alles verkaufen, Chris. Das stimmt. So, jetzt muss man das Huhn abgeben bei mir.
Meint ihr, das Huhn kann tauchen? Ja, das ist nicht gesund. Warte mal. Ja, Hühnerstall verkaufen, ne? Jo. Laut unseren Landespapieren soll der Auftrag an einen anderen Außenposten gehen. Lol. Wir müssen doch zu dem anderen Außenposten fahren. Okay. Ja, oh, hat die gerade gesagt. Das stimmt. Warte mal. Leute, hab ich die Kohle auch mal direkt bekommen. Warte mal, was steht hier? Ancient Spire Outpost bis 16 Uhr. Anwalt waren. Bis 16 Uhr am 2. Okay. Vielleicht müssen wir uns einfach beeilen. Okay. Spire Outpost. hat jemand. Das andere habt ihr auch? Okay. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, zurück zum Schiff, schnell. Und natürlich jetzt. Wenn das jetzt zeitgebunden ist, haben wir natürlich durch die Schießerei mit den anderen ein bisschen viel Zeit gebraucht. Ich glaube, das Anker lichten. Das kann schon Schuss sein. Anker lichten. Steven an Bord. Ist der Steven da, ja? Ja, okay. Jo. Okay, dann müssen wir zu demselben Outpost fahren. Naja, gut, man lernt ja nie aus, ne? Ja, dann sag. Warte, ich gucke. Richtung. Hey! Irgendjemand hat den Anker nochmal hochgemacht, warte. Ja. So. Los geht's. Spire Outpost. So, warte, Sekunde. Spire Outpost ist. Alter, ist die Karte groß, das ist ja Wahnsinn. Ja, man kann auch nicht so weit rauszoomen. Sonst sieht man irgendwann die Sachen nicht mehr. Ich seh's nicht. Doch! Ancient Spire Outpost. Da sind wir dran vorbeigefahren. Ja. Du musst nordöstlich fahren. Oder auf jeden Fall mal voll Osten fahren. Jetzt genau nordöstlich. Ja. Wir müssen an zwei Inseln dran vorbeifahren. Warte mal. Müssen wir hin. Pass mal auf, man kann ja auch die Uhrzeit gucken, ne? So. Was steht denn da drauf? Oh, wir haben den 2. Und wir haben. Viertel vor. Ne, Quatsch, wir haben den 28. steht hier. Ah, bis zum 2. Dann haben wir noch so viel Zeit. Ja, wir haben noch 4 Tage Zeit oder so. Ja. Das passt. Also ist von der Zeit her kein Problem. So, ist sehr gut, Jens. So kannst du im Prinzip ein bisschen nach rechts noch, dann kannst du so straight fahren eigentlich. Du musst halt, wie gesagt, an zwei Inseln noch vorbei. So, Jungs, ich würde sagen. So ist Zeit gut, für ja. Musik. Ja. Ich tanze für euch. Ihr Nutten. Segel bitte einmal nach links drehen. Oh, weißt du, wenn wir einmal Spaß haben, dann will der Kapitän die Segel gedreht haben, ey. Mann, ey. Oh, nochmal. Chef, das kann doch nicht sein. Chef, wir können doch nicht arbeiten. Mensch. Weißt du, was ich dazu sage? Passt auf. Oh, hier ist noch ein Loch. Heide, nein. Ja, wir haben gerade einen Kackwind. Ja, so kannst du auf jeden Fall mal eine Zeit lang fahren. Dass man ein Crewmitglied einsperren kann, wisst ihr auch, ne? Ja, ich wurde mal. Okay. Warum hast du diese Erfahrung gesammelt? Saget uns. Das Spiel hat gestartet und man hat mich eingesperrt. Keine Ahnung. Also das war richtig, haben wir eingesperrt, weil er schwarze hast. Richtig link, ohne Scheiß.
Ja, vielleicht hat ihnen auch nicht gefallen, dass ich direkt am Anfang des Spiels schon getrunken habe, also. Aber das verstehe ich nicht. Das stimmt. Ja. Scheiße, ich kann nicht tanzen und Musik spielen. Wie ist der Wind? Ah, okay. Jo. Du kannst ja weiterfahren. Boah, das ist besonders ein krass, ey. Die Flo ist jetzt mal vom Schiff gefallen. Denk mal weiter. Leck. Ich würde nicht nach oben gehen, aber ja. Ich bin jetzt auch über Bord. Oh. Bin ich besoffen oder leckt das? Boah. Auf der Akkordeon gekotzt, ey. Ja, es leckt auch so ein bisschen, Steven, ja. Ja. Muss mal Musik spielen, Mike, wenn du besoffen bist. Hab ich gemacht. Das ist so behindert, ey. Das ist echt so ein Scheiß, ey. Oh Mann. Hallo, ja, sehr gut. Oh, Flo. Ja. Immer weiter geradeaus, Jens. Passt. Oh. Ja, auf jeden Macht Fall. Bock, oder ja. Was? Wir haben schon 2 Hühner gefangen, Junge. Wir sind krasse Piraten. Und uns hat ein kleines Schiff mehr Saures gegeben als mir den eigentlich. Ja, irgendwo ist jetzt bestimmt ein Kind ganz traurig, weil die Hühner fehlen und das waren wir, die bösen Jungs. Ja. Okay. Da zieht er wieder. Besser E-Pfeife wie Original. Obwohl, das kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ich denke, das ist nee, das sowieso, das ist klar. Also, wenn ich rauchen würde, dann glaube ich richtig. Aber Flo, wir sind richtig gut. Wir haben einen Kampf gegen einen Einnahmeboot ja. Gewonnen. Naja, hat er rausgehört. Dass sie euch nicht gemacht haben. Oder das naja, andere. Er ist abgehauen, der Penner. Der räudige Köter. Kleinschiffe sind halt extrem wendig. Das ist der Vorteil. Definitiv, ja. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu treffen. Gut, das soll ja auch so sein, gell? Die sollen noch ein bisschen flinker sein. Sollen ja auch eine Chance haben gegen 4 Mann, ne? Ja. Ist doch schon cool so. Chris, bist ja, du ja. Gleich wieder am Anker bereit? Muss nur ansagen, Kapitän. Oh, raus den Scheiß. Anker lichten. Oh. Ich glaube, wir sind aufgelaufen. Nö, oder? Oder? Ach. Kann man gucken? Das fällt sich schon aus. Ist klar, Wasser. Ich repariere. Ich hab's mir so Arsch wie Bretter. Passt. Das hat letzte. Ah.
Ei, da muss der Kapitän schon selbst hier mit der Hand rangehen, ey. Ah, ja. Ich glaube, ja für 18 Uhr. So, ich habe einen Huhn. Aber die Hühner? Gut. Das klickt da rein. Was macht ihr mit den Hühnern? Abgeben, ja, genau. Hühner sammeln. Ja, die verticken. Okay. Die verticken wir jetzt. Ja, und man muss die Hühner zu demselben Outpost zurückbringen, wo man die den Auftrag angenommen hat. Die weißen Hühner sind nämlich vollgestopft mit Koks. Ja. Das sind Kokshühner. Die Hühner, okay. Das sind die Kokshühner, deswegen mussten die auch weiß sein. Jetzt aber der kann man auch abliefern. Oh. Jawohl, sehr schön. Geil, jetzt habe ich fast 1000 Mark. Ich habe 1000 Mark, korrigiere. 1000 Mark. Ja, die Kohle gibt es jetzt doch direkt. Irgendwie haben sie gerade ein bisschen, die Server, glaube ich, laufen gerade ein bisschen besser. So, Jungs, jetzt machen wir mal noch eine richtige. Ja, Leute, schnappt euch Kanonenkugeln, wenn ihr hier irgendwo welche in Fässern findet. Mit Herbert, dem Sammler, sprechen. Hallo, Herbert. Ach, der Herbert, der. Oh. Also, das ist Tim. Hallo, Tim. Machst du noch eine mit, Mike? Ich glaube, ich gehe. Dann können wir den Flo mitholen. Ne, deswegen frage ich. Ist ja kein Problem. Ich bin trotzdem traurig, dass Mike jetzt weggeht, aber ne? Könnten wir da bitte nochmal, Chris, kannst du und Steven bitte mal Select drücken und CMP bitte ins Einsperrgefängnis stecken? Meine Crew, CMP fürs Einsperren stimmen, ja. Motorei. Man, Steven? Ich kann noch die Kugeln und den ganzen Scheiß abgeben. Die braucht ihr. Ups. Ach, warte mal. Ist das richtig gestartet? Nicht, dass ich die Beta starte hier. Nee, da. Steven? Ja. Kannst du einmal Select drücken und meine Crew bitte einsperren? Der Mann meint es ernst. Ja. Echt? Ja, sicher, ich habe es gemacht. Ernst. Ah, hallo? Ja. Zack! Ja. So viel Boshaftigkeit ist Steven gar nicht gewohnt. Der denkt, du meinst es gar nicht ernst. Ja. Aber warum ist er jetzt nicht drin im Gefängnis? Warum ist er nicht im Schwarz? Ah doch. Es tut mir leid. Krass, irgendwie habe ich gedacht. Eigentlich habe ich gedacht, ihr müsstet mich oder so, ne? Aber. Wir spielen hier nicht fangen, wir sind Piraten. Hä? Man kann im Gefängnis dann immer mehr tanzen. Ah doch. Jubeln. Ihr Verrückten. Oh, hier ist ein geheimnisvoller Fremder. Lass dir sagen, Chlorin nennt man nicht nun. Ich warte auf jene. Die Heimkehr mit Stolz und Ruhm. Ja, ich mein erstes Ziel bei der Kombination. Okay. Ja. Alles gut. Klar, Mike. Ne? War schön, dass du noch mitgemacht hast. Schiff. Oh ja, der Pirat sieht gut aus. Ja. Der Pirat alles klar, Mike. Macht gut. Das ist meiner. Man hört sich. Ja. Noch ciao. Viel Spaß beim Räubern und allem, ne? Jo, bis dann. Ciao. 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 So, dann kommt der Florian jetzt dazu. Der kleine Florian. Ich guck gerade, ob ich das Spiel beitreten kann. Ich starte schon. Das hat eigentlich bei Michael gut funktioniert, mit dem Einladen. Ja, warte mal, warte, irgendwas lädt er gerade. Hm.
Kanonen sind alle geladen, ne? Okay. Ich komme mal zurück zum Schiff. Ich habe auch jede Menge Zeug eingesammelt. Ich habe auch die... Warum sagt er mir, ich habe nur 800 Gold, obwohl ich eben 1000 hatte? Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, First Day. Du bist wieder versoffen. Ja, läuft auch servertechnisch nicht so hundertprozentig rund, aber gut, man muss ja auch mal überlegen, wie viele Leute heute anfangen zu spielen, allein durch den Game Pass, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die Server sind doch 0 Uhr direkt überlastet gewesen. Ja, ja, kann man auch verstehen, mein Gott, ist ja nicht schlimm. Da muss man auch mal ein bisschen Verständnis für aufbringen. Ah, ne, Quatsch, das ist Holzbrett. So. Okay, Jungs, ich mach mal hier die neue Dings rein. Fahrinventar leer. Fahrten können von Hans komponieren. Hä? Moment mal. Ich hab doch eine. Hä? Ich hab doch eben eine angenommen. Okay, dann muss ich noch mal eine annehmen. Jungs. Oh, da ist ein Totenkopf, guck mal. Ja, da könnten wir eigentlich auch mal hinfahren, ne? Rechts von unserem Schiff. Heilige Scheiße. Mir lädt das. Ja. Teufel. Wir sind ja noch nicht losgefahren. Ja. Lang Flo noch einlädt hier, ich bin auf dem Schiff, ne? Also ich warte einfach. Kurz AFK. Irgendwie konnte ich. Also ich warte auch auf dem Schiff. Er hat doch einen Auftrag weniger. Jo. Bin gleich wieder da. Jo. Es war mir eine Freude. So, sollen wir gucken? Hey, ich krieg keine. Ich. Wie lange ich krieg das keine Mission. Hat das auch so lange geladen? Ja, wir hatten einmal. Oh, warte, jetzt macht er irgendwas. Ja. Ich werde meiner Wacht gerade irgendwie. Wir hatten auf. Einmal das Problem, dass mir einfach gar nicht reinkam. Weil halt einfach. Ja, ich denke mal, der war der Login-Server gerade ein bisschen überlastet. Hm. Jetzt hat er sich hier gerade so eine Karte und eine Banane geschnappt. Ich kann hier gerade keinen Auftrag annehmen, oder beziehungsweise Raft hat gerade nicht, dass ich einen habe. Okay, warte mal, hier seid ihr jetzt in meiner Crew? Meine Crew. Ja, ja, ihr seid auf jeden Fall bei mir drin. Hm? Dann bist du auch hier auf der Insel. Sag mal, spielt jemand vielleicht Musik hier? Du bist wahrscheinlich oben bei der Kneipe da. Ja, genau. Ja, genau, das ist die Tussi, die hat da eben auch gestanden. Ja, mit der kann man labern, aber die labert irgendwann für 5. und 10. Grad. Anscheinend muss man da ein bisschen ein höheres Level haben, für mit der irgendwie zu labern oder so. Hm, okay. Ja, ich laufe ja mal ein bisschen runter. Also ich muss ja am Anfang eigentlich nichts machen, ne? Also es hat ja eh jeder genau, alles. Genau, richtig, ne? Also korrekt. Du hast alles und auf dem Schiff sind auch alle Kisten für sich umzuziehen und Waffen zu wechseln und so sind auf dem Schiff auch alle. Also hier im Prinzip muss man hier eigentlich nur die Aufträge annehmen oder halt Sachen kaufen. Ja. Wie konnte ich das Schwert ziehen? Wie ging das? Okay, kann ich jetzt noch nicht machen. Hier liegt gerade ein Schiff vor Anker. Also das ist irgendwie mitten im Wasser. Das sind wir, ne? Wahrscheinlich. Komm mal runter hier unten, wo die Händler hier unten stehen. Da müsstest du mich eigentlich sehen. Ich stehe hier mittendrin. Warte. Also ich schwimme jetzt gerade zu dem Schiff hier hin. Aber das steht nicht irgendwie. Ach doch, warte mal, das könnte bei Händlern sein. Ja. Ja, ich gehe mal eben auf das Schiff hier hoch. Jo, doch, Jens steht hier. Du musstest bloß mal gerade hier zu den Händlern kommen, auf die Insel, weil ich kann irgendwie keine Aufträge annehmen, keine Ahnung. Also ich kann keine Aufträge kaufen bei dem Typ. Halt, LB halten, um die Ausrüstung anzusehen. Ja, stimmt, das musst du gerade machen, das ist gerade das Intro. Du musst eine Banane auswählen oder so und dann kannst du auch mit Y die Waffe ziehen, wenn es soweit ist. Ist die Banane. Genau. Ah. Jetzt sag doch mit Y Waffe ziehen. Ne? Ja. Guck mal, hier ist der Typ, wo man diese Goldkisten machen kann. Guck mal, ob du da einen Auftrag annehmen kannst. Hör mal.
suchen Sie in diesen Ausposten eine Handelskompanie und erwirb eine Seefahrt. Genau, das ist im Prinzip eine Seefahrt, die wo der hat. Okay. Vom armseligen Schiff Flynn erbeutet die Schatzkiste. Das war mir eine Freude. Dann drück mal Start, dann drückst du mal Right-Button. Dann ist oben hast du den Reiter Seefahrt und da müsste jetzt der Auftrag drin sein. Ja, siehst du, das ist das gleiche Problem, was ich hab. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob der Jens vielleicht noch einen Auftrag hat. Oder wir müssen nochmal komplett neu einloggen, keine Ahnung. Kann ich eigentlich auch schon ein Scharfschützengewehr und so weiter nehmen? Ja, guck mal hier. Hier ist der Typ, glaube ich, mit den Waffen. Guck mal hier. Hier ist Arsenal öffnen, wo ich stehe. Ah. War hier nicht aber auch eine Schrotflinte oder so? Ja, du kannst das Schwert wegpacken, könntest dann die Schrotflinte und das Scharfschützengewehr zum Beispiel nehmen. Du kannst immer nur zwei Waffen tragen. Ah, jetzt sehe ich auch gerade, alles klar. Ja. Jens, hast du noch einen Auftrag? BB. Weil ich kann nichts auswählen. Man kann kein. Also momentan, also ich kann zwar Dinger kaufen, aber ich sehe sie nicht. Weil anscheinend vom Server das gerade ein bisschen laggt. Beim Flo ist es so, bei mir ist es so. Ist einer ausgewählt. Ja, ah ja, komm, Flo, geh mir auf das Schiff. Dann können wir fahren. Jo. Dann mal loskommen, ich will nämlich um 8 Uhr Schluss machen. Wie cool die Spiegelung im Wasser ist, ey. Sieht echt schick aus. So, jetzt muss hier gerade einmal die Kapitänskajüte gehen. Jungs, hier ist euer Boot ist kaputt, ne? Das stimmt ja gar nicht. Was hast du gesagt? Das Gerange mit der armseligen Crew der Waiting. So, das Gerange mit dem armseligen. Das ist das ein Killauftrag? Kürzlich auf Barnacle K gesichtet. Okay. Ist der Barnacle K sucht. Barnacle K. Was hast du? Lass du mich aus. nicht weit von uns, Jens. Nordwestlich. Hey, dreh dich mal um. Der nächste Insel nordwestlich. Was ist denn? Das hat mich. Was? Warum siehst du so geil aus, Jens, eigentlich? Ja. Ich hab schon ein paar Sachen. Kriegen wir alles noch, Flo. Also, wenn ich habe auf jeden Fall auch die E-Mail gekriegt. Kann man sich selber einmal begutachten? Also, Flo, du hast hier Kisten im Schiff, ne, unten. Da kannst du auch mal gucken, was du drin hast. Irgendwo sind hier deine Ausrüstungskisten. Also, vielleicht hast du auch schon was bekommen. Krug erforderlich, um nachzufüllen, Alter. Wie geil. Bananen, nämlich alles. Du, Flo, du kannst ja auch ein Zelt anziehen, Mensch. Sorry, aber PlayStation ist besser. Ja, dann spiel doch Sea of Thieves auf der PlayStation, würde ich sagen. Könnt ihr mal nach Jeder soll das spielen, woran er Spaß hat. Aber Sea of Thieves spielst du nicht auf der PlayStation. Never ever. Steven, ich hab doch gerade gesagt, Nord. Warte mal, stopp. Direkt über uns. Nordwestlich. Nee, es direkt über uns. Du bist schon zu weit. Nordwestlich, wir müssen einmal komplett drehen. Genau nordwestlich, der Kurs, ja. Gut. Solange wir fahren, würde ich sagen, gönne ich mir mal einen Grog. Ne? Schon lange nicht mehr gemacht. Wo kann man hier nachfüllen? Krug voll, Ast rein, Renner mit. Lass mich mir jetzt zweimal sagen.
Boah, wenn ich nicht gut aussehe. Junge, das Boot, das schwankt ja wie Sau, Alter. Junge. Ja, spielt das hier in VR, ey. Ja, ich glaube, da bin ich schlecht bei. Wenn das nur schlecht ist, ist ja okay. So. Ausguck. Ja. Okay, alles klar. Ich schwimme an die Karte. Leute, selbst die Karte schwimmt so ein bisschen. Geil. Noch ein bisschen westlich mehr. Also. War das in der Beta auch schon so krass, dass es mit dem Umschwank? Ich weiß es. Hat gar nicht so stark mehr. So richtig. Ui, ich hab die Treppe getroffen. Yippie! Alter, ist das bescheuert! Ja, ich würde sagen, das Meer ist gerade ein. Ja! Gut, dass du das sagst! Was hast du gesagt? Ja, direkt vor uns ist ein Schiff, wir fallen genau drauf zu. Ja, ich sehe die drei Masten auch. Runter schon an die Kanten, oder? Ist noch zu weit. Ich kann nicht richtig zählen, ich bin noch zu besoffen. Ah, jetzt sehe ich es, ja. Ah, okay. Gutes Auge, Flo, gutes Auge. Ja, ich bin doch nicht umsonst hier oben, ne? Das ist ja nicht so. Flo, du bist. Musik machen. Ey, müssen nach Westen, egal, Jens. Ne? Straight nach Westen. Ja, gut. Ja, genau, die Insel links von uns, das ist es. Matrosen, ich bin gleich wieder da, ich muss mal eben den Lachs umdrehen. Okay. Okay. Ist das Lachs Penis? Also, müsst ihr den Penis umdrehen? Das klingt irgendwie nicht logisch. Nee, ich weiß auch nicht. Das war auf jeden Fall verstörend. Nee. Das kommt so praktisch, der Mann. Warum soll ich Fortnite spielen? Also ich meine, klar kann ich Fortnite spielen. Ich drücke jetzt hier auf alle Spiele und dann fange ich an Fortnite zu spielen. Aber warum? Warum soll ich Fortnite spielen? For what? Ja. Also. Die Munition für meine Knifte. Habe ich die irgendwie permanent? Geht die irgendwann aus? Ja, die kannst du hier nachfüllen. Auf hier unten. Auf Deck. Oh, okay. Bei mir hängt gerade das ganze Spiel. Ah, ne, doch nicht. Ich habe nichts gesagt. Sag mir mal, wenn ich den Anker runtermachen soll. Weil ich sag gleich was dazu. Sekunde. Okay, gut. Nur weil jeder gerade Fortnite spielt, soll ich Fortnite spielen oder was? Und vor allem brauche ich für Fortnite eine Playstation. Also. Hier müssen wir raus. Fortnite spiele ich auf jeden Fall 10-mal lieber auf der Xbox. Ja, weil ich hier das Gerät habe. Nenn ich Xbox Controller. Ja. Mit dem komme ich auf jeden Fall 10-mal besser klar. Etwa. So, ich hab das mal überprüft, dem Lachs geht's gut. Okay, mir verstehen das Codewort nicht so richtig, aber finde ich super, ja. Ja, ja, ist Lachs, ja, ja klar. Heißt du Lachs-Penis? Also im Endeffekt, Flo, einfach alles wegmachen, was hier ist, bis der Captain kommt. Nur weil jeder cool. Fortnite spielt, muss man ja immer in Fortnite spielen. Also so toll ist Fortnite jetzt auch nicht, also ganz ehrlich. Ich weiß es gar nicht so richtig, nur weil alle Leute gerade am Rad drehen, deswegen muss ich jetzt kein Fortnite spielen. Der haut ein bisschen träge. Ich könnte ja auch PUBG spielen. Ach stimmt, das kann man auf der PlayStation auch nicht spielen. Okay, wie macht ihr den Charge-Angriff? Aber da hast du nichts verpasst. RT gedrückt halten. Das hier ist ja jetzt ganz neu auf der Xbox. Deswegen spiele ich das hier jetzt auch gerade. Mir geht da drum, auch im Stream das Spiel ein bisschen zu zeigen. Fortnite kann auch jeder spielen. Bah. Boah, krass war der schnell da mit 4. So, Flo, nimmst du seinen Schädel? Jo, wo ist der Schädel? Das ist der Schädel. Fein. Alles klar, hab ich. Zurück zum Outpost. Back to the Outpost. Hier sind noch Kanonenkugeln, Leute. Wo? Ich bin voll. Okay, alles klar, hab ich. Hab ich, passt. Gut. Den kannst du mit B jetzt einfach irgendwo ablegen. Mhm.
Alle an Bord sind, bitte Anker lichten. Jawohl, Kapitän. Jo. Nein. So, ja. Ich leg den mal hier unten irgendwo hin. Ja, logischerweise müssen wir jetzt straight Südosten fahren. Oder ziemlich, also krass Süd auf jeden Fall. Ein bisschen Osten. Wo kann man hier nochmal die Munition nachfüllen? Ah, hier. Ah, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Ja. Hier, hier. Ich finde blöd, dass er jedes Mal die Waffe ändert. Gucken, wie er das speichert. Oh, ey, manchmal komme ich mir echt so ein bisschen aimbehindert vor, ne? Weil das Schiff so extrem schaukelt. Zieht er manchmal von oben nach unten anders, wie, ja, keine Ahnung, die Beschleunigung ist dann irgendwie ein bisschen anders. Was ja auch nachvollziehbar ist, weil ja, keine Ahnung, wenn das Schiff ja schwankt, dann ist das ja auch so. Südosten hast du gesagt, ne? Ja. Du musst noch eine gute Ecke nach Süden jetzt. Du musst noch. Bist schon gar nicht schlecht, ja. Und jetzt Vollstoff geradeaus. So Jungs, da stimme ich doch mal ein Lied an. Finde ich nicht super. Wo seid ihr hin? Ach so. Ich bin oben. Ich wollte gerade sagen, kuschelt ihr zwei hier unten oder so? Psst. Seht ihr das? Steven guckt das an. Der Kapitän muss selber die Segel drehen, der arme Sau. Gut so, Chef. Wenn irgendwo so Vögel kreisen, hat das irgendwas zu bedeuten? Weißt du? Nö, keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Woraus? Ja, hätte sein können, dass dann irgendwas Cooles da passiert oder so. Stimmt, da in der Luft ist so ein Totenkopf, ne? Ich bin gleich wieder da. Oh, der guckt. Ja, da können wir gleich mal noch hinfahren. Ich glaube, das ist der Outpost, wo wir hinfahren können. Mal ein bisschen kämpfen. Ja. Stimmt, da ist auch. Das sind auch Gebäude und so. Das kann unter Umständen ziemlich weit weg sein, ne? Man sieht das halt nur ziemlich weit. Nee, das ist ziemlich nah. Den Outpost meinst du jetzt? Also zumindest sehe ich hier eine Insel mit. Das ist die Insel, die ich meinte, Chris, wo da diese Befestigungen drauf sind. Ja, das sehe ich nämlich auch. Dahinter würde ich sagen, da schwimmt gerade ein Boot hin. Das Boot, ja, das schwimmt dahin. Das ist schon geil, du kannst echt weit gucken damit. Ja. Ich finde... Leck mich doch. Ich finde es lustig, wie mich die Leute im Chat immer fragen, warum ich nicht Fortnite spiele, ey. Also, warum soll ich denn Fortnite spielen? Why? Weil jeder Idiot gerade spielt, oder was? Ist ja ein geiles Spiel, um Himmels Willen, aber ich muss doch jetzt gerade kein Fortnite spielen, also. Ja, das macht klar. Hin und wieder mal Bock, aber jetzt so diesen übertriebenen Hype, dass man jetzt jedes Mal, jeden Tag bis zum Abwinken zocken muss, habe ich auch nicht. So. Sorry, also ich habe an PUBG Das Phänomen war ja mit PUBG genauso extrem am Anfang. Oder es sind eigentlich immer noch ziemlich extrem. Der Shroud spielt ja weiterhin so. Ja, wie gesagt, ich schätze mal, die brauchen noch zwei Patches, Chris, dann ist das Spiel auch wieder. Die sind ja auch voll schon am Patchen. Alles gut. Die kümmern sich wirklich sehr, sehr gut. Und? Ich würde sagen, passt, ja. Die können ja auch rausgehen. Wo muss ich ihn abgeben? Hast du ihn schon? Ja, hab ihn gerade auch. Ich habe immer noch nicht. Meine Voyage, da würde ich sagen, gehen wir mal zum Totenkopf, oder? Jo. Irgendwie scheint das ja nicht zu funktionieren gerade. Ist ja auch egal. Ich denke mal, der Rang, also das bei einem Seefahrer steht, das wird sich dann mit der Zeit ändern.
rechts, weil man einfach mehr Aufträge gemacht hat, wenn man einen größeren Rang hat. Bei dem dunklen Zelt geradeaus rein. Das hier? Nee, hier. Bei mir. Mit Madame verdorbenen Kopfschädel verkaufen. Kriegen wir jetzt noch Geld? Ja, von du hier? Kriegst Kohle. Das dauert ein bisschen gerade. Wie gesagt, das gehört alles so ein bisschen zu der Serverüberlastung dazu. Wow! Okay. Ich wollte gerade sagen, Steven ist einmal weg! Ich spiele gerade Musik mit ihm, zack, ist er weg. Dann zeige ich auf. Geil, ich höre immer noch. Er spielt immer noch. Komm, unsichtbarer Steven, ich spiele mit dir. Einladung raus. Oh mein Gott, der unsichtbare Steven spielt forever, Jungs. Wir haben einen Geist an Bord! warte mal, meine Crew. Ja, du bist rausgeflogen. Warte, starte ich gerade mal ein. Sekunde. Hab ich schon bekommen, oder? Ja, ich habe eine geschickt. So, bist du wieder ein Schiff? Ich? Nee, ich bin. nee, noch nicht. Gleich, ja. Ich komme. Aber das Geld habe ich jetzt permanent, ne? Das kann mir jetzt nicht weggenommen werden oder so. Genau. Okay, gut. Hast du auch, wenn du dann woanders weiterspielst, das Geld bleibt einfach bei dir. Okay. Ja, und gibt Gas, du. Schiff, oder was? Der Jens sichert schon den Anker. Hey, was für euch? Tja, geflattert. Bin da. So. Ey, das Schiff sieht echt scheiße ramponiert aus. Ich guck mal an, ob hier. Ach Quatsch, sieht halt ramponiert aus. Das hat Abenteuer mitgemacht, die alte Lady. Ich war einfach. Ja, warte, ich geh mal nach oben. So. Mist, jetzt sieht man den Totenkopf nicht, ne? Ist gerade keiner da. Oh, doch, 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 hinter uns! Hinter uns ist der Totenkopf. Ja, genau. Ja, muss Vollstoff ein bisschen links lenken. Steven, kommst du rein? Der masturbiert bestimmt schon wieder. Der ist doch schon wieder den Lachs am Drehen! Der wendet den Lachs. Der Lachs, der ist schon fertig. Ah, okay. Sieht so cool aus, der Totenkopf. Gut, ja. Könnten wir die Segel mal ein bisschen. Ich bin dabei. Sekunde, Kapitän. Alter, wie der Chris das macht, du. Halleluja. Ja. Ich glaube, ich war in meinem früheren Leben Seefahrer. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, klar. Gibt es sonst noch einen Seefahrer? Aber ein richtig ganz ausgemachter Schlimmer. Ja. Ja. So, von der ganz üblen Sorte. Was ich halt auch geil fand, du, da kannst du dich noch erinnern. Wenn du hier im Spielchat bist, hörst du die anderen auch reden, wenn du im Spielchat sind, näher dann dran gehst, ne? Ach so, ja. Das war echt gut. Ah, die sind an unserem Schiff, cool. Der ist schon auf unserem Schiff. Dann haben sie unser Schiff torpediert. Es ist gesunken. Ja, bin mal gespannt, wie das mit der Langfeldmotivation hier läuft. Kann schon gut sein, dass sich das irgendwann abstumpft und trotzdem kann man immer wieder mal so ein bisschen anmachen, kann man sich immer wieder mal ein bisschen angucken. So eine Runde zwischendurch kann ich mir mal gut vorstellen. Sea of Thieves ist. Das kann ich mir auch echt mal als geilen, lustigen Abend vorstellen. Also ganz ehrlich, mal 2-3 Stunden einfach hier Blödsinn machen. Boah, 246.000 Leute gucken Sea of Thieves. Mehr wie Leute wie Fortnite. Die goldene Pistole kostet nur 290.000 Gold. Das ist natürlich die perfekte Werbung für Sea of Thieves. Wo ist der Totenkopf hin? Ah, scheiße, ich guck nach hinten. Bin ich behindert? Alter, ich hab grad gedacht, hä?
Wo ist er hin? Gott, bin ich behindert. Ja, ich wollte gerade sagen, die Mucke wird gerade ein bisschen anders. Ja. Ist das da die Insel oder was? Okay. Ja. Ui, die ist ganz schön krass befestigt. Okay, ja. Es wird geschossen. Jungs, zurückschießen. Zurückschießen. Ja, gut. Ist die Frage, auf was wir schießen sollen. Okay. Alter, okay, ich fange an zu reparieren, Leute. Schießt einfach. Machen wir jetzt so einen miesen Drive-By, okay? Noch ist alles gut. Wollen wir nicht einfach hier Anker lichten an Bord? Ja, klar, können wir machen. Logisch, bist schon nah genug dran. Feuer! Okay. Bam. Schlichte. Hast du den gesehen, Alter? Alter. Ich brauche noch mehr Kanonen, Jungs. Ich bin dabei. Laden. So. Oh Gott, Attacke! Okay. Ja, alles klar. Da, los. Auf geht's. Oh. Das sind schon die ersten Skelette hier, ne? Bam! Das. Oh, mit den Sounds ist schon geil. Zu halten. Dreht richtig auf. Ich mach euch kaputt. Okay. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde das. Die halten schon ein bisschen mehr aus, auf jeden Fall, wollte ich auch gerade sagen, ey. Definitiv. Alter, hier sind gefühlt 5 Stück, die gerade auf mich zulaufen. Okay, jo. Die hier haben auch eine Knarre. Das sind Gehärte. Leute, aber echt, hier sind die aus Gold oder sowas. Wie sind die denn aus? Die sind aus Münzen. Vorsicht, die schießen, ne? Jungs, ich würde sagen, wir bleiben hier mal ein bisschen zusammen. Und machen nach und nach alles platt. Okay, jetzt. Ich komme gleich nach. Hat man eine Chance gegen die so? Ja, hat man schon, aber die sind schon ein bisschen knackiger. Ich habe gerade ein Munitionsproblem, ehrlich gesagt. Ich muss gerade eine Banane essen. Oh. Die haben mich fertig gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob meine Nahkampfwaffe da was bringt. Ich bräuchte Muni, weil abschießen kann man sie auf jeden Fall. Lol, ich bin im Wasser und die schießen auf mich im Wasser. Die Wichser. Shit. Direkt wieder da. Mal kurz mal hier hingehen. Also oben sind 3 Schwarzpulverfässer, ne? Da kriegt man ja auch gut Geld für. Okay. Ja, ich schnapp mir mal eine andere Waffe. Ich bin direkt wieder da, ich bin mich gerade am Heilen. Ich schnapp mir jetzt eine Schrotflinte, dann zeig ich dir mal was. Zeigst du denen etwa deine Schrotflinte, Flo? Mhm. Und noch viel mehr. Junge. Einen toten Körper, wenn ich gestorben bin. Boah, Alter, die ja, ich aber bin mir gerade gar nicht so richtig. Alter, wo hat er geschossen? So. Ah, hier. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht richtig sicher, ob das überhaupt so, was bringt. Jetzt hab ich die Pistole und Schrotflinte. Weil so geht auf jeden Fall. Irgendwie, warum fährt das Schiff gerade aus? Das ist eine gute Frage. Hä? Ist der Anker unten? Das ist. Hä, warum fährt das Schiff gerade aus? Okay, ich muss mal kurz gucken, ob ich was reparieren muss, Jungs. Mit Schusswaffen gehen die tot? Ja, mit Schusswaffen gehen die tot, ja. Ja. Ich hab diese Shotgun in die Hand geholt. Diese Donnerbüchse. Damit gehen sie eigentlich ganz gut platt. Jungs, ich mach mal einen Geronimo und guck mal, ob es hier irgendwo eine Kiste oder so gibt, ob sich das überhaupt lohnt. Okay, ich komme wieder zu euch. Sekunde. Im Schiff geht auf jeden Fall gut. Wenn das ein bisschen komisch aussieht, wie das hier steht. Schon keine Munition. Ja, das ist halt.
Hier müssten halt auch irgendwo Munitionskisten sein, denke ich mir mal. Bam. Ist die scheiß Banane. Ah. Oh. Oh Gott. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein Schießpulverfass. Das hole ich mal gerade. Weil hier ist gerade kein Gegner. Hier ist eine Tür, so eine glänzende, ne? Ich weiß nicht, ob das. Was dann eigentlich unser Auftrag? Und Sachen einsammeln. Ja. Töte die Skelette. Ja. Okay. Sieben genau dein Ding. Toten. Also Schießpulverfass haben wir schon mal eins. Glänzende Tür? Ja. Warte. Boah, ja, hier wo gerade so der Punk abgeht. Hier unten. Hier, guck mal, da, Tür. Schlüssel zum. Da müssen wir bestimmt einen Kapitän oder sowas killen von denen für den Schlüssel. Den Cap. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist nämlich einer so ein richtig goldener Typ. So ein richtig geiler. Wo seid ihr denn? Wer hat denn den Schlüssel? Wir beide wieder. Wir drei wieder. Fuck, 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 fuck. Ich finde euch gerade nicht. Seid ihr ein bisschen. Achso, der ist tot, okay. Hier ist wieder ein Fass. Flur, wollen wir mal auf den Typen, der direkt vor dem Ding steht, einfach mal versuchen, zusammen drauf zu gehen? Ja, also ich habe jetzt nur Schrotflinte und Pistole dabei. Oh, Alter. Das ist in Ordnung. Alter, die rennen mir alle hinterher. Scheiße. Nein, ich will jetzt sterben. Hilfe. Wo bist du denn, Jens? Alter, unser Schiff steht hier jetzt mal woanders, kann das sein? Ja, es bewegt sich ein bisschen. Tatsache. Andere Pläne. Hä, was macht das denn? Hier, kommt mal jetzt zu mir. Die Skelette hier kann man killen. Das sind die normalen. Wo bist du? Wo seid ihr? Ah, hey, fuck, ich hab so wenig HP. Kurz recken. Bin direkt wieder da. Jawohl, Jens. Jawohl, sehr gut. Da hinten ist noch so ein. Hier, und das ist der, den ich meine. Die sahen aber alle so aus. Also einige sahen so aus. Ja, genau. Müssen wir alle. Ja, denke ich auch. Gibt es denn hier keine Muni? Ja, das ist echt so ein bisschen ein Problem gerade. Weil schlagen. Doch, hier oben ist Moon. Hier bei mir. Wo? Warte mal, wo bist du? Hier, ich bin reingelaufen in das Haus. In das Haus reingelaufen. Okay, also hier irgendwo. Ah ja, okay. Ah, ja, genau. Und das hier ist doch das Haus hier ist doch das, was man im Trailer mal gesehen hat. Und oben ist Munition. Moment, ich kann es dir zeigen. Jetzt noch ein Schießpulverfass. Ja, so, hier einige ist Munition. Wie er mit dem Kackfass rumrennt, Alter. Ja, ich bin ein Attentäter. Hä? Selbstmordattentat. Ich kann jetzt nicht nach Gold. Ich hab's gerade nicht, ehrlich gesagt. Mehr. Ah ja, hier. Okay, warte, alles klar. Hier. So, und hier, in dieser Arena hier unten, hat doch im Trailer so ein Vetter gespawnt. Mit der Zeit. Ich bin der Meinung, Chris, das ist so wie bei den anderen Inseln. Du musst erstmal das ganze Fußvolk töten. Dann ja, spawnt der Dicke. Aber ich denke mal, vielleicht ist ja noch ein Goldener irgendwo. Jetzt spawnen nämlich neue. Hier drin kommen auch gerade ein paar. Töten? Ganz schön, ich mach viele. Den Selbstmordattentäter. Ich komme. Ah, oh, der hat mich mit seinen mieden Gassen geklaut. Ah, okay. Die Idee war eigentlich gut, muss man sagen. Wenn man direkt von Anfang an mit dem Spawn beim Spawn gemacht hätte, wäre es geil gewesen, ey. Oh Mann, ey. Ah ja, klar schaffen wir das, hallo? Na klar, dass er jetzt anfängt zu tanzen, ey. Oh Gott. Ey, ich finde meine Nase. Die sieht ja wohl übelst piratenmäßig aus.
Echt Piraten ist es ja. Piraten. Ja, so ist halt, wenn man stirbt in Sea of Thieves, dann kommt man auf so ein Geisterschiff und kann dann irgendwann wieder respawnen. Finde ich auch saucool gelöst. Ich glaube, ich nehme doch das Schwert wieder rein. Damit kann man blocken, ne? Ja. Ich versuche mal so ein Fass nach unten zu bringen wieder. Und wenn die dann spawnen, dass man da von der Entfernung mal drauf schießt. Jo. Unser Schiff ist nochmal ein kleines bisschen gewandert. So, Bosenbananen. Ah, müssen jetzt einfach killen. Banane. Ich fand die da jetzt gar nicht mehr so schlimm, weil das waren ja normale Skelette. Die konnte man eigentlich recht gut killen. Okay, da stehen einige drin. Also Bananen gibt's hier en masse auf der Insel, ne? In den Fässern. Die kommen hier? Okay. Die sind bei mir hier? Oh, fuck, Alter. Ah, Mist, jetzt hab ich gar keine Bananen mehr. Ja, ich hab welche hier, alles klar, passt schon. Oh, ich tanke. Papa, mach das mal, wa? Boah, wie viel sind denn hier? Leckt mich an der Sacknaht. Oh. Das haben sie aber auch gesagt, ne? Dass da, wo das Zeichen ist, da richtig so. Also Leute, sagt mir, wo ich hinkommen soll, ich hab noch so einen Schießpulverfass. Stell das in genau, die Mitte des Raums, in den dicken Raum rein, mitten rein. Oh, ich könnte sterben. Ja, alles klar. Okay, liegt in der Mitte des Raums. Genau, wenn sie nochmal spawnen. Dann müssen wir hier hoch, oder? Lass uns mal hier hochlaufen. Geschossen. Mir wurde hinterhältig in den Rücken rein und so. Ganz linke Nummer. Okay, ich hab den letzten hier so ziemlich gekillt. Ah ne, bei euch da oben noch, okay, ich komme. Jawohl. Und, kommt noch mal was? Ja, kommt noch mal was. Warte, sag, noch nicht. Soll ich jetzt? Geil. Leute, die sind geil, schwarz, Mann. Die Skelette. Ja, das war gut. Alter. Ich hasse sie. Okay, die haben wir schnell gekillt gehabt. Jetzt kommt wahrscheinlich der Endtyp. Wir haben kein Fass mehr. Haben wir noch ein Fass irgendwo? Die sind bei mir hier oben gespawnt. Okay. Ich komme sofort. Ah, hier sind welche. Oh ja, genau. Oh ja, du Penner, ey. Da wie die Bananen fressen, die Wichser! Ja, kriegst einen Erfolg für, wenn du sie direkt anschlägst. Ja. Aber durch diese Server. Naja, hab ich hab das nämlich auch gerade gehabt. Boah. Ich hab hier noch ein Fass, Leute. Rein. Jetzt wieder hin. Soll ich das Fass mitnehmen? Jo. Okay, jetzt hört sich immer noch so an, als ob das noch nicht vorbei wäre. Okay. Alles klar. Schon mal gerade noch schnell Moni. Die sind außen gespawnt. Die kommen jetzt reingelatscht. Ja, das muss so kommen. Oh, fuck, da kommen ganz schön viele, Alter. Alter, okay. Boah. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Jens konnte gut von hinten in den Rücken reinhauen. Man kann ja auch auf links auch abwehren, ne? So ist nett, ne? Also auf Left Trigger. Ja. So, okay. Hab ich gerade gemacht gehabt. Spawn wieder oben. Ich spawn da oben. Da kommen noch mal welche. Zumindest höre ich es gerade. Hat sich jedenfalls so angehört, wenn sie oben spawnen. Oh, fuck, ja. Ja. Sind sie. Boah. Alter, sind das viele! Alter, komm. Ist ja Wahnsinn. Wir haben aber keine Waffen diesmal. Ja, aber die können trotzdem mit den Clowns zuschlagen. Okay, nächste Welle. Gucken, ob sie unten sind. Ne, spawn nochmal draußen. Draußen. Ja,
Die haben jetzt so Blätter am Körper. Ja, die waren aber schon mal da, die da. Jawoll. Boah, der hat einen Schrott. Ich bin ziemlich gut angehittet. Ich muss mal gerade was essen. Aua! Aua! Hey, wo? Los! Oh fuck, der kommt da hoch. Nein. Mist, einer ist noch hier oben bei uns. Oh fuck, mit der mit der Pumpe. Guck mal, wie lange das noch so geht. Wieso ist Stompy hier? Gute Fuck, Stompy. Stompy 93 ist hier. Und hier kann jeder hier noch kommen. Ach. Okay. Der Totenkopf steht natürlich auch dafür. Das heißt jetzt nicht, dass die bei uns in der Nähe sind. Ah, hier ist auch noch eine Munitionskiste, sehe ich gerade. Komm, ich brauch Bananen. Hier ist auch noch ein Pulverfass. Sind keine Bananen mehr hier. Obwohl, hier müssten vielleicht noch welche sein. Nee. Ja, ich habe halt echt gar keine HP mehr. Halt echt die Frage, ob wir uns da richtig verhalten, ne? Oder ob man auch noch was triggern muss. Gute Frage. Gute Frage. Das nächste Ding ist, wenn jetzt hier eine andere Crew hinkommt. Dann, Also, ich habe mich jetzt mal in den Tower hier begeben und von hier aus kann ich eigentlich cool mit der Kanone auf die Insel da ballern. Also, warte mal. Ja, cool. Ah, da kommt was. Oh, schwarze Skelette. Oh Gott, gut. Schwarze Skelette. Nochmal. Oh. Feuer! Boah, sind hier viele. Ja. Fuck, nochmal. Sind das viele. Feuer! Boah, krass, Alter, ey. Sekunde. Feuer! Alter. Ja, echt krass. Feuer! Feuer! Da hat jemand Spaß. Feuer! Nochmal. Da kommen noch mehr, pass auf. Und los, lauf dahin. Jetzt, Feuer! Ja. Wir sind halt schon alle tot. Oh, cool. Also ich bin hier ganz gut aufgehoben, glaube ich. Oh, da kommen noch welche. Okay, also es sind auf jeden Fall noch andere in der Nähe. Ich bin gerade mit Oh, ich glaube, die laufen zu mir. Ja. Aber wo ist den anderen ihr Schiff? Da unten hechelt gerade einer direkt vor meinem Tower. Ich glaube, den knall ich mal eben ab, oder? Tu das mal. Würde ich empfehlen. Ah, warte mal, ich helfe euch mal eben. Ja, so, warte Schlüssel mal. Zum Aufschließen benötigt, der Bodenschlüssel. Oh Gott. Wacky, geh mal rein. Wo, hier rein? Ja, dann kommen die Rampe hoch, dann schieße ich drauf. Genau. Was ist denn hier hinten? Hier kommt doch nicht die Rampe hoch. Irgendwo fehlt noch einer. Die Welle ist noch nicht vorbei anscheinend. Ah, jetzt! Ich guck mir jetzt hier mal die Jetzt, da war das Geräusch für die neue Welle. Okay. Mhm. Kommen alle bei mir. Ich seh dich. Ach du Scheiße. Jawohl, schön jetzt. Okay, da sind nochmal die Goldenen, ne? Ach, da hinten. Da sind nochmal die Goldenen. Guck mal, wie lahm die sind. Ja, da verhalten sie richtig viel Hier aus. Ist auch irgendwo eine Munitionskiste, auch noch irgendwo auf der Insel hier. Also nicht nur in dem Haus drin, sondern auch noch irgendwo anders. Ich glaube hier hoch.
Ja, ihr Penner. Ja, hier bei mir ist eine Munitionskiste. Leben. Wow. Oh, Bananen. Feuer. Die vertragen aber echt gut, ey. Kopfschüsse mögen sie nicht. Und Schrotflintenschüsse. Ja, Schrotflintenschüsse. Geregelt. Was ist nochmal hier? Ja, ich frag mich gerade auch, ob wir wirklich richtig machen. Oder ob das... Keine Ahnung. Ja, klar, ist gut, Alter. Schlag noch fest dazu. Ja, klar. Ja. Ach, Mist, ich bin tot. Steven, schieß. Mach ich, aber ich treffe dich. Boah, Alter. Jetzt. Geht hier weg. Gut, Jungs, ich mache an der Stelle auch mal den Stream aus. Mal gucken, wie das hier jetzt so weitergeht. Wir hören uns wahrscheinlich am Samstag nochmal. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ohne großen Umschweif. Okay, auf. Dann habt ihr jetzt am Release-Tag direkt mal Fortnite gesehen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das stimmt natürlich nicht, klar.